denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch schart und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen! Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht sehen lassen. Hoffentlich ist es kein Riesenfehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie bei uns sind. Dann müssen wir dieses Lager unverzüglich vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Ja, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grom Hellscream? Er und der Warsong-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Hellscream gehört. Verdammt, Grom. Zum Teufel, wo steckt ihr? Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grom. Ich hoffe nicht. Aber wenn Sie Hellscream gefangen haben, sorge ich dafür, dass es Ihnen leid tut. Loktaroga, kommt, meine Krieger! Wir müssen die Menschen zurückschlagen! Grom, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben Sie nur meinen Stolz verletzt. Gut. Wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Sral. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uta. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht? Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Stranbrat vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos.
Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Stranbrat auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uther. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Schafft diese elenden Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus! Habt Dank, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt, Sohn. Wir finden sie und bringen sie sicher heim. Prinz Arthas, Lord Uther braucht euch sofort beim Lager der Orks. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir! Genau richtig, Freund. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Orkführer geschickt. Sie müssen gleich zurück sein. Verdammt! Diese Orks werden nie kapitulieren. Dann nichts wie hin und die Bestien ausgeräuchert. Bedenkt, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Lassen wir unsere Leidenschaft zu Kampfrausch werden, sind wir so schändlich wie die Orks. Ja, Uther. Wohlan, wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gewiss. Ich bleibe hier, auf dass keine dieser garstigen Bestien das Lager bedrohen kann. Ich werde nicht versagen. Das weiß ich, Freund. Törichter Paladin! Die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen. Und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, ja, dieses Gesülze ist mir nicht fremd. Ihr Orks werdet es nie lernen. Es war nur ein Spiegelbild. Verdammt, was haben diese Feiglinge vor? Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Ihr kranken Dreckskerle. Ihr werdet nie davon... Gut gemacht, Freund. Das war ein grandioser Sieg. Ich weiß nicht, Uther. Diese Orks haben Dorfbewohner geopfert. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Hab Vertrauen, Freund. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt. Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag. Ihr müsst weiser als der König sein. Das Ende ist nah. Wie schon gesagt, mich interessiert dieser Unsinn nicht. Dann habe ich hier meine Zeit vergeudet. Du kannst jetzt herauskommen, Jaina. Er ist fort. Verzeiht, dass ich gehorcht habe, Meister, aber... Ich habe gelernt, mich auf deine Neugier zu verlassen, mein Kind. Dieser Irre ist überzeugt, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ich habe Gerüchte gehört, dass eine Seuche in den Nordländern grassiert. Glaubt ihr wirklich, dass sie magischen Ursprungs ist? Viele spricht dafür. Darum musst du dorthin reisen und Ermittlungen anstellen. Ich habe eine ganz spezielle Begleitung für dich ausgesucht. Ja, Meister. Ich tue mein Bestes. Das weiß ich, Kind. Leb wohl. Prinz Arthas, wir warten jetzt seit Stunden hier. Seid ihr sicher, dass eure Freundin kommt? Ganz sicher. Jaina neigt nun mal zur Unpünktlichkeit. Wir müssen ihr helfen. Lasst die Klinge stecken, Captain. Sie kommt allein zurecht. Meine Herren, Miss Jaina Proudmoore,
Spezialagentin der Kirin-Tor und eine der begabtesten Zauberinnen im ganzen Land. Scheint, habt ihr eure Gabe nicht verloren. Schön, euch wiederzusehen, Jaina. Ganz meinerseits, Arthas. Es ist lange her, dass ein Prinz mein Begleiter war. Ja, das stimmt. Mir scheint, wir sollten aufbrechen. Unsere Informanten glauben, die Seuche brach in der Region nördlich von hier aus. Wir sollten die Dörfer an der Königsstraße überprüfen. Es ist, als würde das Land um diese Kornkammer sterben. Könnte das Getreide selbst verseucht sein? Hoffen wir, dass es nicht so ist. Diese Kisten tragen das Siegel von Andorhal, dem Umschlagplatz für die nördlichen Gemeinden. Wenn dieses Getreide die Seuche überträgt, könnten unzählige Dörfer davon betroffen sein. Plan. Wir wurden entdeckt, meine Brüder. Flieht und setzt die Mission fort. Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern. Die Pflicht ruft. Diese Kreatur sieht aus, als wäre sie aus verschiedenen Leichen zusammengeflickt worden. Erst töten, dann untersuchen, ja? Was war das? Und wer war dieser Zauberer in Schwarz? Ich glaube, der Robenträger war ein Totenbeschwörer. Offenbar haben er und seine Lakaien die Seuche zu verantworten. Ich wette, wir finden ihn und die Antworten, die wir suchen, in Andorhal. Seht, die Kultanhänger, die bei dem Totenbeschwörer waren. Was machen sie mit dieser Mine? Warten wir es lieber nicht ab. Angriff! Verdammte Eindringlinge! Sie dürfen den Plan des Meisters nicht behindern! Schlagen wir hier ein Lager auf. Da die Kultanhänger hier herumschleichen, möchte ich nicht ohne Verstärkung da rein. Ganz meine Meinung. Seid gegrüßt, Kinder. Ich bin Kel'Thuzad. Und ich muss eine Warnung überbringen. Haltet ein. Eure Neugier wird euer Tod sein. Seid ihr für diese Seuche verantwortlich, Totenbeschwörer? Seid ihr der Drahtzieher dieses Kults? Ja, ich befahl dem Kult der Verdammten, das verseuchte Getreide zu verteilen. Aber es ist nicht allein mein Tun. Was soll das heißen? Ich diene Mal'Ganis, dem Schreckenslord. Er befehlt über die Geißel, die dieses Land reinigen und ein Paradies ewiger Dunkelheit bringen wird. Und was genau soll diese Geißel ausmerzen? Natürlich die Lebenden. Sein Plan ist längst angelaufen. Besucht ihn in Stratholm, wenn ihr mehr Beweise braucht. Törichter Narr. Mein Tod ändert auf lange Sicht gar nichts. Denn nun beginnt die Reinigung. Dieses Landes. Haasglen, endlich. Ich könnte etwas Ruhe vertragen. Offenbar rüsten sie sich dafür eine Schlacht. Prinz Arthas. In der Nacht tauchte eine riesige Armee untoter Krieger auf und griff wahllos Dörfer an. Nun ist sie auf dem Weg hierher. Verdammt. Jaina, ich bleibe hier und schütze das Dorf. Sputet euch und berichtet Lord Uther schnellstens, was geschehen ist. Aber... Geht, Jaina. Jede Sekunde zählt. Wartet. Was befand sich in den Kisten? Nur eine Lieferung Getreide aus Andorhal. Keine Sorge, Milord, es wurde bereits unter den Dorfbewohnern verteilt. Oh nein. Die Seuche sollte mein Volk nicht etwa töten. Sie sollte es in Untote verwandeln.
Licht, gib mir Kraft. Für Lordaeron, für den König! Uther, eure Ankunft hätte nicht besser sein können. Freut euch nicht zu früh. Die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade jetzt gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uther. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, so hätte ich... Es gibt keinen Grund, vor Stolz zu platzen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Mal'Ganis. Ruhig, Freund. So tapfer ihr seid, ihr könnt es nicht allein mit einem Mann aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uther. Ich gehe, mit oder ohne euch. Seid gegrüßt, junger Prinz. Wir müssen reden. Dafür habe ich keine Zeit. Hört mir zu, Junge. Dies Land ist verloren. Der Schatten liegt bereits darauf. Und ihr könnt nichts daran ändern. Wenn ihr euer Volk wirklich retten wollt, führt es übers Meer. Nach Westen. Fliehen? Ich gehöre hierher und habe die Pflicht, mein Volk zu beschützen. Dann habt ihr euch schon entschieden. Bedenkt aber, je mehr ihr euch bemüht, den Feind zu schlagen, desto schneller liefert ihr ihm euer Volk aus. Entschuldigt, dass ich mich versteckt habe, Arthas. Ich wollte nur... Sagt es nicht. Ich spürte eine enorme Macht in ihm, Arthas. Vielleicht hat er recht. Vielleicht weiß er wirklich, was kommen wird. Er wird mich durch nichts bewegen, meine Heimat zu verlassen, Jaina. Mir ist gleich, ob dieser Irre wirklich die Zukunft gesehen hat. Gehen wir. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uther. Nicht in dem Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein. Aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uther. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Was? Die ganze Stadt muss gesäubert werden. Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uther. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uther, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone... Hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen. Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Ich bin Mal'Ganis. Wie ihr sehen könnt, gehört euer Volk jetzt mir. Nun werde ich diese Stadt Haus für Haus umkrempeln, bis die Flamme des Lebens für immer erlischt. Das lasse ich nicht zu, Mal'Ganis. Lieber sollen diese Leute durch meine Hand sterben, als euch im Tod als Sklaven zu dienen.
Wir machen das jetzt unter uns aus, Mal'Ganis. Nur wir beide. Große Worte. Leider ist es hier nicht zu Ende für euch. Eure Reise hat erst begonnen, junger Prinz. Sammelt eure Streitmacht und folgt mir ins arktische Land Northrend. Dort werden wir unsere Rechnung begleichen. Dort wird sich euer wahres Schicksal offenbaren. Seid verflucht, Mal'Ganis. Wenn es sein muss, jage ich euch bis ans Ende der Welt. Habt ihr gehört? Bis ans Ende der Welt! So viel Tod. Unfassbar, dass Arthas dazu fähig war. Jaina! Jaina Proudmoore! Lord Uther? Ah, Jaina. Ich dachte mir, dass ich euch hier finden würde. Wo ist er hin, Mädchen? Wohin hat Arthas die Flotte geführt? Er kam zu mir, bevor er aufbrach. Ich flehte ihn an, nicht zu gehen. Es hörte sich nach einer Falle an. Wohin? Northrend. Er ist nach Northrend Mal'Ganis jagen. Verdammter Bengel! Ich muss König Terenas informieren. Macht euch keine Vorwürfe, Mädchen. Ihr hattet nichts mit diesem Gemetzel zu tun. Die Toten in diesem Land mögen vorläufig ruhen. Aber lasst euch nicht täuschen. Euer junger Prinz wird im kalten Norden nur den Tod finden. Ihr? Arthas tut nur, was er für richtig hält. So löblich das sein mag, seine Leidenschaft wird sein Untergang sein. Somit bleibt es euch überlassen, junge Zauberin. Ihr müsst das Volk westwärts führen, ins alte Land Kalimdor. Nur dort könnt ihr den Schatten bekämpfen und diese Welt vor den Flammen retten. Dieses Land ist wahrlich vom Licht verlassen, was? Man kann kaum die Sonne sehen. Der Wind dringt einem durch Mark und Bein und ihr zittert nicht einmal. Milord, geht es euch gut? Captain, sind meine Truppen alle da? Fast. Nur wenige Schiffe sind... Wohlan denn? Als erstes müssen wir ein hinreichend geschütztes Lager errichten. Man kann nie wissen, was in den Schatten auf uns wartet. Ah, eine Goldmine. Hier schlagen wir das Lager auf. Wir werden angegriffen! In Deckung! Pest und Hölle! Ihr seid nicht untot! Ihr lebt alle! Muradin, seid ihr das? Verdammt, Junge! Ich hätte nie gedacht, dass ihr zu unserer Rettung kommen würdet! Rettung? Muradin, ich wusste nicht mal, dass ihr hier seid. Wie auch immer, Freund. Ich kann Hilfe brauchen. Meine Gefährten und ich wurden angegriffen und getrennt. Ich bin für jede Unterstützung dankbar. Natürlich helfe ich, Muradin. Gehen wir! Nun dann, Muradin. Was treibt ihr denn eigentlich hier oben? Mein Freund, in dieser Gletscherwüste liegt irgendwo ein uraltes Portal verborgen. Es soll den Reisenden in ein geheimes Gewölbe bringen, wo eine Runenklinge namens Frostmourne wartet. Wir kamen her, um Frostmourne zu holen. Aber je näher wir dem Portal kamen, desto mehr Untoten begegneten wir. Prinz Arthas, wir haben keine Spur von Mal'Ganis gefunden. Einerlei. Er kann sich nicht ewig verstecken. Captain, ich wünsche, dass ihr hier unser Hauptquartier aufschlagt. Ja, Milord. Vergebt mir, Botschafter,
Aber der Prinz ist unterwegs. Was führt euch an diesen entlegenen Ort? Durch königliches Edikt sollen eure Männer sofort nach Lordaeron zurückkehren. Lord Uther hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten! Wir bahnen uns den Weg durch den Wald, Männer! Captain, warum sind die Wachen nicht auf ihren Posten? Milord, euer Vater ließ die Truppen auf Geheiß von Lord Uther abziehen. Uther hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger kann ich Mal'Ganis niemals besiegen! Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, Freund? Bis auf die Balken verbrannt! Niemand kehrt heim, bis unsere Arbeit hier getan ist! Prinz Arthas! Rasch, meine Krieger! Diese mordlüsternen Kreaturen haben unsere Schiffe verbrannt und unsere Heimkehr vereitelt! Tötet sie alle im Namen von Lordaeron! Verdammte Bestien! Tötet sie alle! Unsere Schiffe zerstört. Was sollen wir jetzt machen? Hört mir zu. Hört alle zu. Für uns gibt es keinen Weg nach Hause, es sei denn durch Sieg. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Kehrt jetzt zum Stützpunkt zurück und bemannt die Posten. Ihr habt eure Männer belogen und die Söldner verraten, die für euch gekämpft haben. Was ist mit euch los, Arthas? Ist euch die Rache denn so wichtig? Verschont mich, Muradin. Ihr habt nicht gesehen, was Mal'Ganis meiner Heimat angetan hat. Der dunkle Lord sagte, dass ihr kommen würdet. Hier endet eure Reise, Junge. Gefangen und frierend auf dem Dach der Welt. Und nur der Tod kann von eurem Ende singen. Sieht nicht gut aus. Wir sind völlig umzingelt. Eine Chance haben wir noch. Helft mir, Frostmourne zu finden. Wenn es so mächtig ist, wie ihr sagt, könnte es unseren Sieg bedeuten. Mir ist ziemlich mulmig dabei, Freund. Aber ich habe versprochen, ich stehe euch bei. Captain, ich überlasse euch die Verteidigung. Brechen wir auf. Seht, Muradin. Unsere Rettung. Frostmourne. Halt, Freund! Da ist eine Inschrift auf dem Sockel. Eine Warnung. Hier steht, wer diese Klinge nimmt, wird ewige Macht erlangen. Wie die Klinge Fleisch verbrennt, so versenkt die Macht die Seele. Oh, ich hätte es wissen müssen. Die Klinge ist verflucht. Verschwinden wir schleunigst! Ich würde jeden Fluch ertragen, um meine Heimat zu retten. Lasst gut sein, Arthas. Vergesst diese Sache und führt eure Männer heim. Zum Teufel mit den Männern! Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben, alter Freund. Nicht einmal ihr. Wohlan. Ich rufe die Geister dieses Ortes. Ich gebe alles und zahle jeden Preis, wenn ihr mir nur helft, mein Volk zu retten. Prinz Arthas, wo ist Muradin? Wir halten nicht mehr lange durch.
Muradin ist tot. Doch seid beherzt, Captain. Der Feind kann gegen die Macht von Frostmourne nicht lange bestehen. Ihr habt also Frostmourne genommen und das Leben eurer Kameraden geopfert, wie der Dunkle Lord gesagt hat. Ihr seid stärker, als ich dachte. Eure Worte sind vergeblich, Mal'Ganis. Ich höre nur noch auf die Stimme von Frostmourne. Ihr hört die Stimme des Dunklen Lords? Er spricht zu euch durch die Klinge, die ihr führt. Was sagt er, junger Mensch? Was hat euch der Dunkle Lord der Toten zu sagen? Er sagt mir, dass die Zeit für meine Rache gekommen ist. Was? Er kann unmöglich zulassen, dass... Es ist vorbei. Für ein Trick. Mal'Ganis, ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tichondrius. Ich bin ein Schreckenslord wie Mal'Ganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Ja. In seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, den ich liebte. Und empfinde dennoch keine Reue, keine Scham, kein Mitleid. Die Runenklinge, die ihr tragt, wurde vom Lichkönig geschmiedet und vermag Seelen zu stehlen. Eure hatte sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen? Was ist des Lichkönigs Begehr? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Was nutzen uns diese Kultanhänger jetzt? Sie unterstützen euch bei eurer nächsten Mission. Und die wäre... Ihr geht nach Andorhal und bergt die Überreste des einstigen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad. Was zum Teufel ist das? Mit diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeihung, Lord, aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wiedererweckt werden. Und solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Wohlan denn, brechen wir auf. Kommt jetzt, Totenbeschwörer. Die Mächte, denen ihr einst dientet, brauchen euch wieder. Ich sagte doch, mein Tod bedeutet nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Ich bin's, Kel'Thuzad. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Ihr habt zu lange gebraucht. Diese Überreste sind stark verwest. Sie werden die Reise nach Kel'Thalas nie überstehen. Kel'Thalas? Ja. Nur die Energien des Sonnenbrunnens der Hochelfen können Kel'Thuzad jetzt noch erwecken. Und was ist zu tun? Ihr müsst eine ganz spezielle Urne von den Paladinen stehlen. Legt die Überreste des Totenbeschwörers hinein und er wird gut für die Reise geschützt sein. Wie ihr wünscht. Euer Vater hat dieses Land 70 Jahre regiert und ihr habt es innerhalb von Tagen ruiniert. Wie dramatisch, Uta. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst?
Ich wusste nicht, was darin ist. Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schreckenslords nicht trauen. Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. Läuft alles wie geplant, Tichondrius? Lord Archimond verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seine neuen Helden hegt. Auf lange Sicht bedeutet der Mensch nichts. Ner'zhul würde es nicht wagen, unsere Anstrengungen jetzt zu unterminieren. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel anrichtet, wofür sie geschaffen wurde. Archimond lässt uns köpfen, wenn wir die Situation nicht meistern. Glaubt mir, Bruder, weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür, dass es so ist. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Ah, das wunderbare, das ewige Kel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Obacht! Wahrscheinlich lauern die Elfen im Hinterhalt. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Gegner stärker. Seid euch nicht so sicher, Todesritter. Die Elfen darf man nicht unterschätzen. Wir werden sehen. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu deinem Land, Elf? Ihr werdet Kel'Thalas nie betreten, gefallener Prinz. Die Wälder selbst schützen unsere Grenzen und die verzauberten Elfentore unsere Hauptstadt. Eure kostbaren Tore werden mich so wenig aufhalten wie diese Bäume, kleiner Elf. Bringt die Fleischwagen. Wir verschaffen uns selbst Zutritt. Die Energien an diesem Ort sind stark. Tötet die Elfen. Zerstört ihre Bauten. Diese Stelle ist perfekt für unser Lager. Mit Vergnügen. Die Untoten rücken vor. Alarmiert die Wachposten. Shindu Falanna. Zurück zum zweiten Tor. Zurück! Das Elfentor ist gefallen. Vorwärts, meine Krieger. Vorwärts zum Sieg. Zurück zu den Bäumen! Dieses Tor habt ihr erobert, Schlechter. Beim zweiten wird euch das nicht gelingen. Das innere Tor nach Silvermoon kann nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden. Und den werdet ihr nie bekommen. Das ist Zeitverschwendung, Weib. Ihr könnt dem Unausweichlichen nicht entkommen. Glaubt ihr, ich fliehe vor euch? Offenbar habt ihr noch nie gegen Elfen gekämpft. Verdammtes Weib! Wir müssen einen anderen Weg über den Fluss finden. Endlich! Die Tore haben sich aufgetan. Wenn wir mit Sylvanas fertig sind, gehört das innere Königreich uns.
ihr verfluchten Monster! Wie kann man euch zurückschlagen? Das Waldläuferweib geht mir gehörig auf die Nerven. Gut gemacht. Bis jetzt. Doch die wahre Prüfung steht euch noch bevor. Ha! Ich fragte mich schon, wann ihr aufkreuzen würdet. Ich bin hier, damit ihr eure Arbeit macht, kleiner Mensch. Nicht, um sie euch abzunehmen. Ich komme auch allein zum Sonnenbrunnen, Schreckenslord. Lasst euch warnen. Das ist ein Quell mystischer Energie, der den Elfen ihre unsterbliche Macht verleiht. Sie werden ihn nicht so einfach preisgeben. Ob er wohl vermutet, dass ihr mich unterstützt habt, Totenbeschwörer? Ich bin sicher, er vermutet eine Menge. Es liegt ihm im Blut, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Doch nun, wappnet euch. Die Stunde meiner Wiedergeburt rückt näher. Unsere Gargoyles aus Northrend könnten hier von Nutzen sein. Die Bestien können die Boten auf der Hauptstraße erspähen. Hut ab vor eurer Tapferkeit, Elfin. Aber die Jagd ist vorbei. Dann fechte ich hier meinen letzten Kampf, Schlechter. Anara la Bellore. Macht ein Ende. Ich verdiene einen sauberen Tod. Nach allem, was ihr mir angetan habt, Weib, werde ich euch niemals den Frieden des Todes gönnen. Nein, das wagt ihr nicht. Bürger von Silvermoon, ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben, doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Der Tod selbst kommt und fordert das hohe Heim der Elfen. Nun stehet auf, Kel'Thuzad, und dienet erneut dem Lichtkönig. Ich bin wie versprochen wiedergeboren. Der Lichtkönig hat mir ewiges Leben gewährt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, Lich. Seid ihr nun bereit, mir von den Schreckenslords zu berichten? Ja, aber nicht hier. Ihre Augen und Ohren sind überall. Wir reden an einem sicheren Ort. Ihr seid mir also nicht gram, weil ich euch damals getötet habe? Macht euch nicht lächerlich. Der Lichtkönig sagte mir, wie unsere Begegnung enden würde. Der Lichtkönig wusste, dass ich euch töten würde? Natürlich. Er entschied schon lange vor Ausbruch der Geißel, dass ihr sein Held sein solltet. Wenn er so allwissend ist, wie können ihn die Schreckenslords dann so kontrollieren? Sie sind Agenten derer, die unseren Meister geschaffen haben. Die feurigen Lords der brennenden Legion. Was ist das für eine Legion? Eine gewaltige dämonische Armee, die neben unserer zahllose weitere Welten verschlungen hat. Nun kommt sie, um diese Welt in Brand zu setzen. Unser Meister wurde geschaffen, den Weg für ihre Ankunft zu ebnen. Die Schreckenslords wurden geschickt, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Die Seuche in Lordaeron, die Zitadellen in Northrend, das Massaker an den Elfen? Das alles war nur die Vorbereitung auf eine gewaltige dämonische Invasion? Ja. Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass unsere ganze Geschichte von dem bevorstehenden Konflikt bestimmt wurde. Kommt jetzt. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wäre es nicht an der Zeit, mich in Phase 2 des Plans einzuweihen, Lich?
Ja. Als Phase 1 sah der Plan des Lichtkönigs vor, die Geißel zu schaffen, um jede Gruppe auszulöschen, die sich der Ankunft der Legion widersetzen könnte. Wie etwa die Streitmacht von Lordaeron und der Hochelfen. Exakt. Als Phase 2 wird der Dämonenlord herbeigerufen, der die Invasion auslösen soll. Und wohin gehen wir jetzt? In der Nähe liegt ein Lager der Blackrock Orks, die ein funktionierendes Dämonentor besitzen. Durch dieses Tor muss ich den Dämonenlord erreichen und seine Anweisungen empfangen. Ich rufe euch, Archimond, euer untertänigster Diener wünscht Audienz. Ihr habt mich gerufen, kümmerlicher Lich, und hier bin ich. Ihr seid Kel'Thuzad, richtig? Ja, Großmächtiger, ich bin der, der euch rief. Wohlan denn. Ihr müsst ein spezielles Buch finden. Das letzte erhaltene Zauberbuch von Medivh, dem letzten Wächter. Nur seine verlorenen Beschwörungen sind mächtig genug, mich in eure Welt zu bringen. Wo soll ich danach suchen, Großmächtiger? Reist in die Stadt der Sterblichen namens Dalaran. Dort wird das Buch verwahrt. Heute in 3 Tagen, zur Dämmerstunde, beginnt ihr die Herbeirufung. Zauberer der Kirin-Tor. Ich bin Arthas, der erste Todesritter des Lichtkönigs. Ich verlange, dass ihr eure Pforten öffnet und euch der Macht der Geißel unterwerft. Seid gegrüßt, Prinz Arthas. Wie geht es eurem edlen Vater? Lord Antonidas, es besteht kein Anlass, höhnisch zu sein. Wir sind auf eure Ankunft vorbereitet, Arthas. Meine Brüder und ich haben Auren geschaffen, die jeden Untoten vernichten, der sie passiert. Eure mickrige Magie kann mich nicht aufhalten, Antonidas. Zieht eure Truppe zurück. Sonst müssen wir unsere geballte Macht gegen euch entfesseln. Entscheidet euch, Todesritter. Ich spüre, dass 3 Zauberer diese Auren aufrechterhalten. Findet und tötet sie und die Auren verschwinden. Es quält mich, euch nur anzusehen, Arthas. Ich mache euren Qualen gern ein Ende, alter Mann. Ich sagte euch doch, eure Magie kann mich nicht aufhalten. Das Zauberbuch gehört euch, Lich. Nehmen wir es und verschwinden wir, ehe die Zauberer zum letzten Angriff rüsten. So ist es. Ich beginne die Herbeirufung von Lord Archimond bei Sonnenuntergang. Der Kreis der Macht wurde nach euren Anweisungen vorbereitet, Lich. Seid ihr bereit, die Herbeirufung zu beginnen? Fast. Ich habe Medivhs Zauberbuch durchgelesen. Sein Wissen allein über Dämonen ist erstaunlich. Ich vermute, er war mächtiger, als man je gedacht hat. Nicht mächtig genug, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Das steht fest. Begnügt euch damit. Was er angefangen hat, bringen wir zu Ende. Heute! Lasst die Herbeirufung beginnen.
herbei, Lord Archimond. Tretet ein in diese Welt und wärmt uns mit eurer Macht. Er zittert, Sterbliche, und verzweifelt. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Gut gemacht, kleiner Lich. Mein Plan ist perfekt aufgegangen. Lord Archimond, alle Vorkehrungen wurden getroffen. Ausgezeichnet, Tichondrius. Da mir der Lichtkönig nicht mehr von Nutzen ist, werdet ihr Schreckenslords nun die Geißel kontrollieren. Wie ihr wünscht, Lord Archimond. Bald werde ich den Befehl zum Beginn der Invasion geben. Aber vorher statuiere ich ein Exempel an diesen armseligen Zauberern, indem ich ihre Stadt in Schutt und Asche lege. Das muss ein Witz sein. Was wird jetzt aus uns? Habt Geduld, junger Todesritter. Der Lichtkönig hat auch das vorhergesehen. Ihr werdet noch eine Rolle in seinem Meisterplan spielen. Kriegshäuptling, unser Schiff wurde schwer beschädigt, als wir den tosenden Mahlstrom passierten. Es ist nicht zu retten. Ich wusste es. Können wir unseren Standort bestimmen? Ist dies Kalimdor? Wir sind immer westwärts gereist, wie befohlen. Das müsste es sein. Wohlan denn. Wurden Spuren von Grom Hellscream oder den anderen Schiffen gesehen? Nein, Kriegshäuptling. Seit wir getrennt wurden, nicht. Rüstet zum Aufbruch. Wenn unsere Kameraden es bis hierher geschafft haben, sollten wir sie entlang der Küste finden. Ich bin Kern, Häuptling der Blodhuftauren. Ihr Grün heute kämpft tapfer und ehrenhaft. Ich bin fasziniert. Ich bin Thrall. Dies sind meine Brüder, die Orks. Wir suchen das Schicksal, das uns versprochen wurde. Ihr sucht das Schicksal? Es wird euch finden, Jüngelchen, aber es gibt ein Orakel weit im Norden, das vielleicht... Norden? Aber eine Armee der Pferdemenschen marschiert nordwärts. Was? Nein, mein Dorf ist in Gefahr. Euer Stamm ist sicher, Alterchen. Habt Dank, junger Kriegshäuptling. Doch die Zentauren haben alles wild aus der Gegend vertrieben, und ich kann mein Volk nicht verhungern lassen. Bald müssen wir nach Norden, zu den grünen Wiesen von Malgor. Und ihr fürchtet, die Marodeure überwältigen euch? Ja, in der Ebene sind diese Teufel unübertroffen schnell. Wenn ihr uns verratet, wie man zu dem erwähnten Orakel gelangt, werden meine Brüder und ich euch auf dem Marsch begleiten. Ihr und euer Volk fasziniert mich, junger Thrall. Mit Freuden dürft ihr euch uns anschließen. Dieses Land ist wild und wunderschön. Fast wie die Gegend, aus der mein Volk ursprünglich stammt. Ja, wir Tauren hatten immer großen Respekt vor den Werken von Mutter Erde. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in den Ebenen zu leben, junger Kriegshäuptling. Vielleicht. Aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Kern. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Kern, die Kodos sind überlastet und müssen ausruhen. Warum bleibt ihr nicht hier, die Karawane zu schützen, während wir eine geeignete Oase suchen? Ha, mich müsst ihr nicht bemuttern, Junge. Ich bin vielleicht alt, aber nicht hilflos. Kern, die Karawane wird es niemals rechtzeitig schaffen. Soll Mutter Erde in ihrem Zorn mit diesen Schurken verfahren, wie sie es verdienen? Die machen uns keinen Ärger mehr. Und ihr, junger Kriegshäuptling, könnt eure Suche fortsetzen. Zum Orakel. Was ist es eigentlich?
Der Legende zufolge sah es, wie Mutter Erde die Schicksalsfäden wob. Es allein kann euch euer Schicksal zeigen. Wo kann ich es finden? Weit im Norden, im Schatten des Berges Haidschal, liegt der Gipfel Stone-Talon. Ihr findet das Orakel in der Höhle des Gipfels. Ich gebe euch meine besten Kodos zu eurer Unterstützung. Habt Dank, Kern. Ich werde euch nie vergessen. Ziehet in Ehren, junger Kriegshäuptling. Möge Mutter Erde euch wohlgesonnen sein. Grüße, mächtiger Manoroth. Wie läuft die Invasion? Pah, diese schwachen Menschen sind keine Gegner. Dann hat die Geißel ihre Sache gut gemacht, im Gegensatz zu manch anderen. Verspottet mich nicht, Schreckenslord. Ich weiß, dass die Orks versagt haben. Wenn ich sie finde, ziehe ich sie persönlich zur Rechenschaft. Ja, genau darum bin ich gekommen. Es interessiert euch vielleicht, dass die Orks gar nicht mehr hier sind. Was? Seid ihr sicher? Absolut sicher, Manoroth. Meine Agenten sind zumindest immer zuverlässig. Sie sagten mir, die Orks seien in Kalimdor gelandet. Kalimdor? Aber wie kann das sein? Ha! Die Orks gehören rechtens mir. Ich werde sie einfordern, wo immer sie sich verkriechen. Und ihr gehört mir, Manoroth. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Wir werden die abtrünnigen Orks beobachten und warten. Trotz ihres Versagens könnten sie uns noch nützlich sein. Kriegshäuptling, wir streifen seit einer Woche durch dieses Ödland und kämpfen nur gegen Zentauren und Schweinemenschen. Wir müssen unsere Kräfte mit echten Gegnern messen. Ja, Langeweile und die sengende Sonne machen uns nervös. Aber wir müssen weiter. Beim Orakel wird alles klar werden. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Seht, der Warsong-Clan. Und sie kämpfen gegen Menschen! Was? Loktar-Krieger! Hellscream braucht Hilfe! Elende Orks! Wie könnt ihr uns in dieses Land folgen? Haltet die Luft an, Mensch! Ihr braucht sie zum Schreien, wenn ich euch zerfleische! Damit können wir den Stone-Talon-Gipfel bis gegen morgen erreichen. Ein wahrer Krieger würde den Menschen den Pass einfach streitig machen! Habt ihr den letzten Rest Verstand verloren, Grom? Ich gab direkten Befehl, die Menschen in Ruhe zu lassen. Was ist nur los mit euch? Schulmeistert mich nicht! Die Jammerlappen verdienten den Tod! Spürt ihr es nicht, Zrall? Wie in alten Zeiten, als wären Dämonen nahe. Ich weiß nicht, was in euch und eure Männer gefahren ist, aber diesen Kampfrausch kann ich nicht dulden. Entschuldigt, Zrall. Ihr habt recht. Ich werde damit fertig. Das Risiko kann ich nicht eingehen, Grom. Zieht mit eurem Clan in die nördlichen Wälder und baut uns eine Siedlung. Ich stoße zu euch, wenn wir das Orakel gefunden haben. Der verdammte Thrall schickt uns weg. Er setzt seine besten Krieger für niedere Arbeiten ein. Ach, ohne mich ist er verloren. Häuptling, mit diesen Wäldern stimmt etwas nicht. Es ist zu still. Als würden wir beobachtet. Fürchtet ihr euch jetzt schon vor Geistern? Hier gibt es nur uralte Bäume und Schatten. Anoduna Felore. Isera Duna Bantalas. Ashtaroth Nefanis.
Hört ihr das? Ihr spukt es doch. Lebende Gegner fürchte ich nicht, doch gegen Geister ist meine Axt machtlos. Schweigt und macht euch an die Arbeit. Für die neue Siedlung des Kriegshäuptlings brauchen wir viel Holz. Dieser Waldabschnitt muss gefällt werden. Ah, seid gegrüßt, werter Ork. In dieser Gegend mutet einer von euch seltsam an. Wir sind zum Holzfällen hier, kleiner Goblin. In dieser Gegend macht uns ein Stamm Bärmenschen, die Furbolgs genannt werden, großen Ärger. Tötet ihren Häuptling und wir verkaufen euch unsere Waren günstig. Vielleicht borgen wir euch sogar Schredder. Ich denk drüber nach. Von Ashenvale. Nach 10.000 Jahren erkenne ich diesen verfluchten Ort noch immer wieder. Unser alter Feind ist hier zu Hause. Tenarius, der Halbgott der Nachtelfen. Ja, Lord Archimond fordert, dass Tenarius vernichtet wird, bevor wir mit der Invasion von Kalimdor beginnen. Ich würde mich ihm mit Freuden abermals im Kampf stellen, aber er ist listig und lässt sich selten blicken. Es mag sich nach Schicksal anhören, dass eure Orks diese Wälder jüngst entweiht und seinen Zorn auf sich gezogen haben. Lord Archimond und ich glauben, die Orks können Tenarius für uns töten. Sie hätten kaum eine Chance gegen Tenarius. Soweit ich mich erinnere, ist seine Macht erstaunlich. Ja, aber eure auch. Durch den Blutpakt, den ihr vor langer Zeit mit den Orks geschlossen habt, sind sie euch verpflichtet. Ihr müsst nur ihre Energie neu entfachen. Was schlagt ihr vor, Schreckenslord? Ergießt euer brennendes Blut in diesen Teich. Seine Verderbnis wird die Orks anlocken. Und wenn sie euer Blut wieder gekostet haben, kann nichts sie aufhalten. Wer ist so dreist und entweiht dies alte Land? Wer weckt den Zorn von Tenarius und den Nachtelfen? Der Wald erwacht zum Leben. Wir werden angegriffen. Möge der Kampf beginnen. Seid gegrüßt, Gromasch. Manorot, das kann nicht sein. Ich komme, um euch und eure Brüder heimzuholen. Zwar habt ihr Orks die brennende Legion schon einmal enttäuscht, doch nun werdet ihr uns wieder dienen. Nein, wir sind frei. Dumme, jämmerliche Kreatur. Ich bin die Wut in euren Herzen. Ich bin eure tollwütigen Gedanken. Ich gab euch die Macht, Chaos in die Welt zu tragen. Und bei der endlosen Leere, das werdet ihr. Thank you.
Kriegshäuptling, wir haben den Gipfel wie befohlen erkundet. Die Menschen haben bis ganz zur Spitze hinauf Befestigungen angelegt. Was haben sie nur vor? Wenn sie auf einen Kampf aus sind, hätten sie schon reichlich Gelegenheit gehabt. Ishnerlo Porin, junger Kriegshäuptling. Kern, was macht ihr denn hier? Unsere Schuld bei euch Orks kann nur mit Blut beglichen werden. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. Doch diese gepanzerten Blasshäute machen scheint's Ärger. Diese Blasshäute nennt man Menschen. Das sind unsere Feinde von jenseits des Meeres. Sie scheinen uns vom Gipfel fernhalten zu wollen. Die Weisheit des Orakels gehört allen. Vielleicht können uns die in der Nähe lebenden Flügeldrachen helfen. Sie mögen keine feindlichen Eindringlinge. Die Harpien haben die Flügeldrachen unterjocht. Vorsicht, alter Narr! Der Stone-Talon-Gipfel gehört uns! Keiner kommt hier lebend raus, nicht Mensch noch Monster! Angriff, Schwestern! Diese stolzen Kreaturen werden uns helfen, zum Gipfel vorzustoßen. Halt, Kriegshäuptling! Das ist die junge Zauberin, von der mir Grom berichtet hat. Offenbar sucht auch sie das Orakel. Vorsicht, Jüngelchen! Diese Höhle ist bestens für einen Hinterhalt geeignet. Seid unbesorgt, Kern. Ich wurde von Menschen erzogen. Ich kenne ihre Tricks und Kniffe. Sie werden mich auf meinem Weg zum Orakel nicht aufhalten können. Der Weg gabelt sich in verschiedene Richtungen. Jede dieser Höhlen könnte sich über Meilen erstrecken. Vielleicht sollten wir uns trennen. Wohlan denn? Doch Vorsicht, Jüngelchen. Man kann nie wissen, welche Kreaturen in den Tiefen des Berges lauern. Klar, Kern. Viel Glück. Orks, ich wusste, dass wir verfolgt werden. Verteidigt euch! Halt! Keine Gewalt an diesem Ort! Diese Stimme. Ihr seid kein Orakel. Ihr seid der Prophet. Gut erkannt. Sohn von Durotan. Ich bin der Prophet. Da ich euch nun alle hergelockt habe, verrate ich euch, was das Schicksal bringt. Was zur Hölle ist hier los? Thrall, dies ist Jaina Proudmoore, Anführerin der Überlebenden von Lordaeron. Überlebende? Was redet ihr da? Die Invasion der brennenden Legion hat begonnen. Lordaeron ist schon gefallen. Und nun wollen die Dämonen Kalimdor unterwerfen. Nur gemeinsam, vereint gegen den Schatten, werdet ihr diese Welt vor den Flammen retten können. Mit denen vereint? Seid ihr verrückt? Habt ihr mir denn nicht zugehört? Die Legion kommt, um die Geschichte auszulöschen und alles Leben zu töten. Thrall, euer Freund Hellscream steht bereits unter dem Einfluss der Dämonen. Bald ist es um ihn und euer ganzes Volk geschehen. Nein. Lieber sterbe ich, ehe ich das zulasse. Dann müsst ihr ihn unverzüglich retten. Er ist der Schlüssel zu dem versprochenen Schicksal. Aber ihr werdet Hilfe brauchen. Wartet. Das ist Irrsinn. Ihr könnt unmöglich erwarten, dass das ich... Das Schicksal erwartet euch, junge Zauberin. Ihr müsst euch entscheiden. Zum Wohle allen Lebens muss sich die Menschheit zusammentun. Mit der Horde. Wenn der Prophet recht hat, liegt das Lager der Warsong gleich hinter jener Kuppe. Wir sollten uns kampfbereit machen. Ich weiß, Kern. Ich dachte nur, der Tag würde nie kommen, da ich gegen mein eigenes Volk kämpfen müsste. Vergesst eines nicht, Thrall. Mit diesem Seelenstein könnt ihr den Geist eures Freundes Hellscream fangen, ohne ihm weh zu tun. Doch ihr müsst ihn sofort ins Lager bringen, damit wir Grom aus den Klauen der Dämonen befreien können. Ich danke für eure Hilfe, Miss Proudmoore. Wieder ein Tag, den ich nicht zu erleben erwartet hätte. Da sind wir schon zwei. Ich kehre in mein Lager zurück und helfe euch, so gut ich kann. Viel Glück,
meine Herren. Die Geister toben um euch herum, Kriegshäuptling. Sie spüren euren Zorn, euren Kummer. Hellscream ist wie ein Bruder für mich, Kern. Aber er und sein Clan stehen unter dem Einfluss der Dämonen. Wenn ich ihn nicht retten kann, könnte mein Volk für alle Zeit verflucht sein. Grom, ihr müsst mit mir kommen! Und wohin bringt ihr mich, Junge? Das Schicksal erfüllt sich. Lord Manoroth ist jetzt unser Meister. Wer? Ihr faselt Unsinn! Ah, Sral. Ihr habt stets geglaubt, dass die Dämonen unser Volk verdarben. Doch das stimmt nur halb. Auf Draenor lieferten wir uns freiwillig aus. Die anderen Kriegshäuptlinge und ich. Wir tranken Manoroths Blut, Sral. Wir brachten diesen Fluch selbst über uns. Das habt ihr unserem Volk angetan? Wissentlich? Sral, der Himmel brennt. Das ist kein natürlicher Sturm. Heilige Vorfahren. Leute, macht euch bereit! Kämpft weiter, meine Krieger! Wir müssen zu Hellscream, ehe es zu spät ist! Jetzt sehe ich klar. Es tut mir leid. So leid. Zum Teufel mit dem Gejammere! Jetzt müsst ihr mir helfen, unser Volk zu retten! Manoroth. Wir müssen uns Manoroth in der Schlucht stellen. Dann gehen wir. Nicht, dass der Stinkstiefel warten muss. Verzeiht, Priesterin, doch ihr seid seit Stunden in den Anblick von Ashenvale versunken. Etwas Dunkles regt sich in den Wäldern, Chandris. Ich spüre es. Und es scheint sich uns zu nähern. Die Grünhäute, die Cenarius getötet haben? Vielleicht. Vielleicht etwas Größeres. Legt euch ins Zeug. Jaina und der Kriegshäuptling der Orks erwarten, dass dieser Stützpunkt schnell gebaut wird. Ha! Wir sollten gar nicht hier sein. Schon gar nicht mit den Orks. Wir sind hier, um die restlichen Dämonen zu jagen, Mensch. Ihr habt Glück, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Nun gut, Männer. Nehmt euch zusammen. Zurück an die Arbeit. So. Diese Orks und Menschen maßen sich also an, durch unser Land zu trampeln? Es wird ihnen leid tun, dass sie Ashenvale je betreten haben. Wir errichten einen Stützpunkt und geben diesen Fremden, was sie verdienen. Verteidigt euch! Sie müssen uns von Lordaeron gefolgt sein! Elin, steh uns bei! Die Toten rücken in Wellen vor! Rasch, meine Schwestern! Zurück zu den Bäumen! Einer solchen Streitmacht sind wir nicht gewachsen! Die Untoten rücken unermüdlich an. Wir können ihnen nicht entrinnen. Ihr seht, Lord Archimond, wir müssen die Nachtelfen nicht fürchten. Die Geißel kann,
Archimond. Nach 10.000 Jahren. Wie ist das möglich? Die Legion ist zurückgekehrt, um diese Welt zu verschlingen, Weib. Und diesmal wird uns euer lästiges Volk nicht aufhalten. Narren, ihr habt sie entkommen lassen. Findet sie, verdammt. Findet und tötet sie. Der Tag, den wir lange gefürchtet haben, ist gekommen. Die brennende Legion ist zurückgekehrt. Ich muss den Fluss überqueren und die restlichen Schwestern warnen, bevor alles verloren ist. Tyrande, gelobt sei Elun, ihr habt es geschafft. Die Untoten kamen wie aus heiterem Himmel und griffen unser Dorf ohne Vorwarnung an. Ishnudaldiab, Chandris. Wir haben ein größeres Problem. Die Untoten wurden von der brennenden Legion hergeschickt. Unseren alten Feinden. Gegen diese Übermacht bleibt uns nur eines. Wir müssen die Droiden wecken. Da Cenarius tot ist, liegt es an uns, die Droiden zu wecken. Wir müssen das Horn des Halbgottes von der heiligen Mondmoorinsel bergen. Nur sein Ton kann die Droiden aus ihrem Schlummer wecken. Aber Priesterin, die Orks haben eine primitive Siedlung auf der Insel errichtet. Wir müssen kämpfen und sie überwinden, wenn wir Cenarius Horn erreichen wollen. Priesterin Tyrande, Elun sei Dank, wir haben euch gefunden. Die Untoten rücken auf die Grabhügel vor. Die Hügel scheinen verlassen, aber... Ein Druide schläft darin, Schwester. Furion Stormrage. Er ist der weiseste und mächtigste aller Druiden. Er muss gewarnt werden, dass die Legion zurückgekehrt ist. Dann sollten wir uns sputen, wenn die Untoten diese Höhle erobern, bevor er geweckt wurde. Lasst uns eilen, meine Schwestern. Furions Erwachen ist unsere einzige Hoffnung. Endlich! Das Horn von Cenarius. Jetzt können wir Furion wecken. Das Horn ertönte und ich kam wie versprochen. Ich rieche den Gestank von Verderbnis und Verfall in unserem Land. Das macht mich wütend. Tretet herfür, ihr Recken von einst. Zerschmettert die Invasoren wie in alten Zeiten. Tausend Jahre sind vergangen, seit ich euch zuletzt sah, Tyrande. Ich dachte jede Sekunde an euch, während ich durch den smaragdgrünen Traum streifte. Unser Wiedersehen erfüllt mein Herz mit Freude, Furion. Doch ich hätte euch nicht geweckt, wenn es nicht dringend wäre. Im Traum spürte ich, wie unser Land verdarb, als wäre es mein eigenes Fleisch. Es war richtig, mich zu wecken. Die brennende Legion ist zurückgekehrt, Furion. Cenarius ist tot und Fremde ziehen ungehindert durch unsere heiligsten Täler. Wie in der Prophezeiung. Zweifellos wird Archimond zum Gipfel des Hyjal vordringen und den Weltbaum angreifen. Gelingt es ihm, die Energie des Baumes abzusaugen, ist es das Ende dieser Welt. Ich hatte nur einen Gedanken, euch und die anderen Droiden zu wecken. Die Klauen-Droiden befinden sich in den Grabhügeln am Ende dieses Tales. Wenn wir sie erreichen, können wir Archimond und seine Dämonen vielleicht aufhalten. Das war's, Jungs. Wir haben sie vertrieben. Formieren wir uns im Stützpunkt neu und behandeln wir die Verwundeten. Die Fremden kämpfen also auch gegen die Untoten. Sie könnten wertvolle Verbündete gegen Archimond und seine Brut sein. Es sind Bastarde, nichts weiter. Sie tragen die Schuld an Cenarius Tod. Eher sterbe ich, als an ihrer Seite zu kämpfen.
Vielleicht habt ihr recht, Liebste. Wir werden unsere neue Siedlung hier gründen. Sorgt dafür, dass die Wachen auf dem Posten sind. Ich bezweifle, dass die Fremden oder die Untoten sich schon geschlagen geben. Ich kenne diese Firbolgs. Sie entkamen aus Ashenvale, als die Ausbreitung der Verderbnis begann. Vielleicht sind sie der Verderbnis doch nicht entronnen. Nein, die Verderbnis hat den Außenposten verzehrt. Die Treants sind wahnsinnig geworden. Dieses grausame Los haben sie nicht verdient. Keinen Schritt weiter, Schwächling. Lord Tichondrius hat uns befohlen, jeden zu töten, der hier einzudringen versucht. Und das werden wir. Jammerlappen. Mich schmerzt, dass ihr einst Nachtelfen genannt wurdet. Kommt herfür, Klauendroiden. Sollen die Sturmkrähen abermals mit den Winden des Krieges fliegen. Ishnu Allah, meine Brüder. Kalimdor benötigt wieder einmal eure Kräfte, denn die Stunde des Untergangs ist nah. Wir folgen euren Befehlen, Shando Stormrage. Jetzt müssen wir hinab in die Erde und die wilden Krallendroiden aus ihrem Schlummer erwecken. Seit fast 3000 Jahren hat niemand mehr diese Hügeltiefen betreten. Dennoch vermag niemand zu sagen, welche Kreaturen sich hier eingenistet haben könnten, nachdem wir die Tunnel versiegelt hatten. Es gibt hier nichts zu fürchten. Der einzige Gegner, der mir je gefährlich wurde, überzieht das Land über uns mit Verderbnis. Bringen wir es hinter uns und kehren zur Oberfläche zurück. Einverstanden. Seid nur vorsichtig. Nach der langen Zeit kann man nicht wissen, wie die Krallendroiden auf uns reagieren. Halt, Priesterin! Wir brauchen eure Hilfe. Unser Schamane wurde von einer seltsamen Spinne gebissen und ist todkrank. Unsere Stammesgefährten sind geflohen und haben uns unserem Schicksal überlassen. Was sollen wir tun? Das Wasser des nahen Brunnens des Lebens kann ihn retten. Doch können wir ihn in diesem Zustand nicht allein lassen. Wenn ihr diese Fiole mit dem Wasser füllen und uns bringen könntet, wäre unser Schamane gerettet. Wenn seine Weisheit verhindert, dass ihr zu solchen Barbaren werdet wie eure Stammesgefährten, rette ich euren Schamanen mit Freuden. Gelobt sei Elun, Priesterin. Um ehrlich zu sein, hatten wir Zweifel, ob ihr zurückkehren würdet. Jetzt hat unser Schamane eine Chance. Ich muss euch nochmals für eure Hilfe danken. Nehmt diesen Talisman. Solltet ihr unsere Unterstützung benötigen, so wird er uns rufen, damit wir an eurer Seite kämpfen. Der Weg gabelt sich nach Süden, aber diese Tür sieht vielversprechend aus. Oh nein. Wie konnte ich das vergessen? Was liegt hinter dieser Tür, das euch so bekümmert, Liebste? Diese Tür führt zu Illidans Gefängnis, Tirande. Wir sollten gehen. Sofort. Illidan? Es ist 10.000 Jahre her. Könnte er noch am Leben sein? Oh, wir sollten ihn befreien, Furion. Er wäre der perfekte Verbündete gegen die Untoten und ihre Dämonenmeister. Nein, Tirande. Diese Bestie darf niemals befreit werden. Aber er ist euer Bruder. Das mag sein, wie es will. Aber er ist viel zu gefährlich. Ich verbiete es. Nur die Göttin kann mir etwas verbieten. Ich werde Illidan befreien, ob es euch passt oder nicht. Ah, die Krallendroiden sind bereits erwacht. Kommt, meine Brüder, es gibt viel zu tun. Was zum... Sie haben sich ganz ihren tierischen Instinkten ergeben. Sie sind hirnlos und heimtückisch. Im Namen des Raben. Der Ruf des Horns könnte wirksam sein, aber in diesem Teil der Höhle würde er nur einige wenige erreichen. Shando Stormrage. Ich weiß.
weiß nicht, was über uns gekommen ist. Wir wissen schon so lange nicht mehr, wer wir waren. Alles ist gut, Teroshan. Ich brauche euch und eure mächtigen Brüder wieder einmal. Nach vielen Äonen ist die brennende Legion zurückgekehrt. Und nur mit vereinten Kräften können wir sie zurückschlagen. Dann stehen wir Krallendruiden euch zur Verfügung, Shando Stormreach. Es gibt kein Zurück mehr. Gebe die Göttin, dass Furion sich geirrt hat. Euer Anliegen ist töricht. Selbst eure Göttin hat den verflucht, den ihr befreien wollt. Illidan? Seid ihr das? Tyrande, es ist eure Stimme. Nach den Äonen in der Dunkelheit ist eure Stimme wie ein helles Licht, das auf mein Denken fällt. Die Legion ist zurückgekehrt, Illidan. Euer Volk ist wieder auf euch angewiesen. Weil ich euch einst liebte, Tyrande, werde ich die Dämonen jagen. Aber unserem Volk schulde ich gar nichts. Dann lasst uns rasch zurück zur Oberfläche gehen. Die Verderbnis der Dämonen breitet sich mit jeder vertanen Sekunde weiter aus. Furion! Es ist eine Ewigkeit her, Bruder. Eine Ewigkeit in der Finsternis. Illidan! Du musstest die Strafe für deine Sünden verbüßen, mehr nicht. Und wer warst du, mich zu richten? Wie du weißt, haben wir Seite an Seite gegen die Dämonen gekämpft. Schluss jetzt, alle beide! Was geschehen ist, ist geschehen. Liebster, mit Illidans Hilfe werden wir die Dämonen wieder zurückschlagen und retten, was von unserem geliebten Land übrig ist. Habt ihr auch nur einen Gedanken an den Preis verschwendet, Tyrande? Die Hilfe dieses Verräters könnte unser aller Untergang sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Nach 10.000 Jahren bin ich frei und mein Bruder hält mich immer noch für einen Bösewicht. Ich werde ihm zeigen, was in mir steckt. Ich beweise ihm, dass die Dämonen keine Macht über mich haben. Seid ihr da ganz sicher, Dämonenjäger? Seid ihr sicher, dass euer Wille euer eigener ist? Ihr stinkt nach Tod, Mensch. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Dann kommt. Ihr werdet sehen, wir sind einander ebenbürtig. Auf diese Weise könnten wir ewig weiterkämpfen. Was wollt ihr wirklich? Der Schreckenslord, der diese Armee der Untoten befehligt, wird Tichondrius genannt. Er besitzt ein mächtiges Hexenmeister-Artefakt, den Schädel des Gul'dan. Das ist für die Verderbnis in diesem Wald verantwortlich. Und ihr möchtet, dass ich es stehle. Warum? Sagen wir einfach, ich hege keine Sympathie für Tichondrius. Und der Herr, dem ich diene, wäre der Nutznießer des Untergangs der Legion. Warum sollte ich ein Wort von alledem glauben, kleiner Mensch? Mein Meister sieht alles, Dämonenjäger. Er weiß, dass ihr euer ganzes Leben lang nach Macht gestrebt habt. Nun ist sie euch zum Greifen nahe. Packt sie! Und um eure Feinde ist es geschehen! Jetzt werden die Dämonen wenigstens diesen Wald nicht mehr mit ihrer Verderbnis überziehen. Aber wenn ich den Schädel vernichte und seine Macht für mich beanspruche, werde ich stärker als jeder von Archimons Offizieren. Ja, diese Macht muss mir gehören. Jetzt bin ich vollkommen.
Elender Dämon! Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ich bin es, Furion. Das ist aus mir geworden. Nein, Illidan! Wie konntet ihr? Der Anführer der Untoten wurde vernichtet. Und die Wälder werden mit der Zeit genesen. Um den Preis eurer Seele? Ihr seid nicht mein Bruder. Hinfort von diesem Ort und setzt nie wieder einen Fuß auf unser Land. So sei es, Bruder. Wir haben keine Zeit für so etwas, Furion. Was machen wir hier draußen? Gestern Nacht sprach ein großer Rabe im Traum zu mir und rief mich an diesen Ort. Wir wurden ebenfalls hierher gerufen. Wer seid ihr, Fremdlinge? Ich bin Thrall, Sohn von Durotan, Kriegshäuptling der Horde. Und ich bin Jaina Proudmoor, Anführerin der menschlichen Überlebenden von Lordaeron. Ihr seid hier unerwünscht. Friede, Priesterin. Sie sind hier, um euch gegen die Legion zu unterstützen. Ihr seid das in meinem Traum gewesen. Aber wer seid ihr, uns so ein Angebot zu machen? Ich bin der Grund für die Rückkehr der Legion. Vor Jahren brachte ich die Orks in diese Welt. Und damit ebnete ich auch den Dämonen den Weg. Meiner Sünden wegen wurde ich von denen ermordet, denen meine größte Fürsorge galt. Trotz meines Todes herrschte viele lange Jahre Krieg in den Ländern im Osten. Und ganze Königreiche wurden verwüstet. Nun bin ich endlich zurückgekehrt, um alles ins Lot zu bringen. Ich bin Medivh, der letzte Wächter. Ich sage euch jetzt, die einzige Chance dieser Welt besteht darin, dass ihr alle vereint zu den Waffen greift und gegen die Feinde allen Lebens vorgeht. Entschuldigt die Verspätung. Es ist so, wie wir befürchteten. Archimond und seine Unheilshüter nähern sich dem Gipfel. Er wird jeden Moment hier sein. Vor 10.000 Jahren haben wir Nachtelfen die brennende Legion besiegt. Der Rest der Welt wurde zertrümmert. Doch wir konnten unser unsterbliches Leben in Frieden leben. Eins mit dem Weltbaum. Wir sind seine Beschützer. Durch ihn haben wir Unsterblichkeit und Macht über die Natur erlangt. Nun ist es an der Zeit, dass wir ihm diese Macht zurückgeben. Euch ist doch klar, dass wir dann altern wie diese Sterblichen. Unsere Macht über die Natur wird mit der Zeit schwinden. Wenn der Stolz uns zögern lässt, Liebste, dann haben wir vielleicht schon lange genug gelebt. Ich begebe mich zum Gipfel und bereite dort unsere Verteidigung vor. Was auch kommen mag, Liebste, vergesst nicht, dass uns ein ewiges Band vereint. An, Nachtelfen. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Wenn ihr unsere Stützpunkte versorgen und verhindern könnt, dass wir überwältigt werden, dann können Thrall und ich Archimons Aufstieg verzögern. Euer Plan ist verwegen, Mädchen. Vielleicht habe ich euch Fremdlinge doch unterschätzt. Möge Elun euch wohlgesonnen sein. Thank you.
Archimonds Sieg hier hat ihn zu selbstbewusst gemacht. Die Falle, die ich ihm gestellt habe, wird er erst sehen, wenn es zu spät ist. Endlich! Der Weg zum Weltbaum ist frei. Dies ist das Ende, sterbliche Wesen. Die letzte Stunde hat geschlagen. Die Fremdlinge hielten ihn auf, solange sie konnten. Habt ihr die Verteidigung des Gipfels erfolgreich planen können? Wohlan. Unser Sieg ist gewiss. Diese Spuren sind frisch, führen aber in entgegengesetzte Richtungen. Illidan muss Hilfe von jemandem bekommen. Eure Anweisung, Herrin? Ihr Beobachterin bildet zwei Gruppen. Durchsucht den Wald. Findet, was möglich ist. Wir treffen uns weiter küstenaufwärts. Vergesst nicht, Schwestern. Wenn ihr Illidan findet, versucht nicht, ihn ohne uns andere zu ergreifen. Ein Angriff alleine wäre viel zu gefährlich. Ja, Herrin. Alle anderen folgen mir. Herrin, die Firbolgs sind der Verderbnis des Waldes zum Opfer gefallen. Es ist, als wäre blinde Tobsucht über sie gekommen. Ihre Stämme litten besonders unter der Invasion der Legion. Sie sind nicht zu retten. Meine Gruppe wurde von einem blutrünstigen Wildekin angegriffen. Offenbar hat die Begegnung mit Illidan das Geschöpf wahnsinnig gemacht. Schwer zu sagen, wie viel Unschuldige es noch angreifen mag. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Wir finden die Kreatur und erlösen sie. Da, Herrin, das müssen die Kreaturen sein, die wir suchen. Elende Nachtelfen sind keine Gegner für die Naga. Naga? Viele dreiste Völker haben über Jahrhunderte unseren Zorn geweckt. Keines hat überlebt. Elendes Weib, wir werden die Oberfläche zurückerobern und euer garstiges Volk endgültig vertreiben. Rasch, ihr Narren! Diese Schiffe müssen verbrannt werden. Der Meister wünscht keine Verfolger. Ich darf Illidan nicht abermals entkommen lassen. Wir müssen diese Naga töten, bevor sie die Schiffe verbrennen. Ihr kommt zu spät, kleine Wächterin. Der Meister ist längst zu fernen Ufern aufgebrochen. Doch möchte er sich für die Gastfreundschaft während seiner Gefangenschaft bedanken. Er bat mich, es euch zu vergelten. Mit gleicher Münze. Ihr könnt es gern versuchen, Ungeheuer! Herrin, glaubt ihr, wir können Illidan besiegen, falls wir ihn finden? Illidan ist mächtig geworden. Daran besteht kein Zweifel. Er besitzt die Macht des Schädels des Gul'dan. Nun ist er weder Nachtelf noch Dämon, sondern mehr. Herrin, warum hegen die Naga einen solchen Hass gegen uns? Hoffen wir, dass die Zeit alles ans Licht bringt. Nun aber schnell! Illidan hat einen erheblichen Vorsprung. Wir müssen ihn fangen, ehe er noch mehr Schaden anrichtet. Herrin, wir folgten Illidans Kurs nach Osten, wie ihr befahlt. Aber diese seltsamen Inseln sind auf keiner unserer Karten verzeichnet. Das hatte ich vermutet. Die Inseln scheinen erst jüngst geformt worden zu sein. Wie kommt ihr darauf? Die Ruinen um uns herum, Naisha. Ich erkenne sie. Dies war einst die große Stadt Surama, die erbaut wurde, ehe unsere Zivilisation vor Zehntausenden von Jahren im Meer versank. Aber wie kann... Wollt ihr andeuten, diese Inseln wurden irgendwie vom Meeresgrund geborgen?
Möglich. Doch gibt es wenig Mächte auf der Welt, die Inseln aus der Tiefe heben könnten. Wie auch immer, dieses Rätsel müssen wir später lösen. Wir gehen besser ins Landesinnere und schlagen ein Lager auf. Wenn das geschehen ist, nehmen wir Illidans Fährte auf. Hier, Schwestern, errichten wir einen Stützpunkt in diesem Gebiet, damit wir die Jagd nach Illidan fortsetzen können. Ein Ork! Ich rieche den Gestank von Dämonen an ihm. Seid unbesorgt, Fremdling. Dieser alte Wanderer hegt keinen Groll gegen euresgleichen. Ich bin Draktul, einst mächtiger Hexenmeister des Storm River Clans. Und jetzt der letzte meiner Art. Was macht ihr denn hier? Verzeiht, Lady, doch mich plagen rastlose Geister. Sie verfolgen mich Tag und Nacht seit bald 20 Jahren. Wenn ihr sie für mich zum Schweigen bringt, erzähle ich euch vielleicht meine Geschichte. Ich denke darüber nach. Die Toten plagen euch nicht mehr, alter Ork. Hab Dank, Fremdling. Nun hört meine Geschichte. Vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Gul'dan diese Inseln aus der Tiefe. Er wollte die uralte Gruft bergen, in der sich die Überreste des dunklen Titanen befanden. Sargeras! Ihr sprecht von Sargeras, dem Schöpfer der Legion! Eben dem. Vor Äonen, nach Sargeras Niederlage, wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen. Gul'dan glaubte, die Macht des dunklen Titanen ginge auf ihn über, wenn er die Gruft öffnete. Durch seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von irren Dämonen in Stücke gerissen. Seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht. Eure Geschichte ist so fesselnd wie abstoßend, Draktul. Ein Jammer, dass eure Geister verstummt sind. Für das, was ihr hier entfesselt habt, verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft. Endlich! Das Grabmal von Sargeras ist gefunden. Ihr, meine getreuen Diener, müsst hierbleiben und den Eingang bewachen. Wenn die elende Wächterin diese Insel erreicht hat, versucht sie gewiss, uns zu folgen. Illidan, ich wusste, wir würden ihn finden. Wir müssen die Verteidigung der Naga überwinden, um ihm zu folgen. Vor langer Zeit sperrten wir Illidan unter der Erde ein. Und so soll es wiederum geschehen. Nun aber rasch, meine Schwestern. Illidan muss um jeden Preis aufgehalten werden. Mir ist ziemlich mulmig dabei, Herrin. Es ist zu still. Mir ist, als liefen wir in eine Falle. Dennoch müssen wir weiter, Naisha. Wenn Illidan findet, was er sucht, könnte er... Halt! Sieh, dort! Seltsam. Das sind Ork-Runen. Gul'dan schrieb sie, als er dieses Grabmal vor 20 Jahren erstmals öffnete. Was bedeuten sie? Offenbar hat er seine Reise durch die Tiefen des Grabmals dokumentiert. Anscheinend beschreiben diese Runen diese Geschichte. Rasch, ihr Narren! Schwärmt aus und sucht den Hauptdurchgang! Wir müssen die Kammer des Auges erreichen, bevor die Wächter des Grabmals erwachen! Rückgratlose Feiglinge! Ich sagte Bewegung! Nun, Sargeras, werde ich den Rest eurer Macht für mich fordern und diese elende Welt in die Knie zwingen! Man kann nie wissen, was Gul'dan und seine Lakaien an diesem finsteren Ort geweckt haben. Wir müssen vorsichtig sein. Da! Noch mehr von Gul'dans Hieroglyphen. Interessant. Sie führen die Geschichte des Hexenmeisters fort. Verfluchte, hirnlose Schwächlinge. Wahrscheinlich sind inzwischen alle tot.
Dennoch muss ich weiter. Meine Macht allein sollte ausreichen, dass... Dieses Gelächter. Seid ihr das, Sargeras? Wollt ihr mich verspotten? Mal sehen, wer zuletzt lacht, Dämon, wenn ich euer brennendes Auge für mich beanspruche. Wieder erwähnte er ein rätselhaftes Auge. Was mag das sein? Zweifellos ein Artefakt. Es muss eine ungeheure dämonische Macht besessen haben, dass es Gul'dan so anlocken konnte. Ihr seid weit genug gekommen, kleine Wächterin. Euer berühmtes Nachtelfenrecht hat hier keine Gültigkeit. Was wisst ihr schon von unserem Recht, Naga-Hexe? Oh, meine Teuerste, wir Naga waren einst Nachtelfen. Wir waren Asaras Erwählte, die Hochwohlgeborenen, in das grausame Meer verbannt, als der Brunnen der Ewigkeit um uns implodierte. Unmöglich. Verflucht, verwandelt. Wir haben 10.000 Jahre darauf gewartet, unseren rechtmäßigen Platz auf der Welt wieder einzunehmen. Und das werden wir nun mit Lord Illidans Hilfe. Nur über meine Leiche. Euer Mut ist bewundernswert, wird euch aber nichts nützen. Seht, Herrin, noch mehr von Gul'dans Glyphen. Ja, Gul'dans Bericht wird zunehmend verzweifelter. Hier steht... Hinterhalt, der Wächter. Ich sterbe. Hätten meine Diener mich nicht verlassen, wäre das Auge mein und... Verdammt, Sargeras! So gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin Gul'dan. Ich bin die Inkarnation alles Finsteren. Ich kann nicht so enden. Weiter kam er nicht. Die Runen hören einfach auf. Ich kann mir kaum vorstellen, was Gul'dan in seinen letzten Augenblicken Grauenhaftes durchmachen musste. Ah, Wächterin Shadowsong, ihr habt es endlich geschafft. Ich wusste es. Ihr müsst für vieles büßen, Illidan. Ich bringe euch in eure Zelle zurück. Naivität passt nicht zu euch. Als ich die Macht von Gul'dans Schädel absorbierte, erbte ich auch seine Erinnerungen, besonders die an diesen Ort. Und an den dunklen Preis, den er begehrte. Ja, die Macht von Sargeras. Ihr wolltet sie für euch haben. Diese Macht ist unerreichbar für mich, kleine Wächterin. Aber dies... Das Auge von Sargeras enthält alle Macht, die ich brauche, um diese elendige Welt ein für allemal von meinen Feinden zu befreien. Welche Ironie, dass ihr das erste Opfer seid. Ihr seid wahnsinnig. Einsamkeit kann den Verstand zerstören. Da ihr mich lange Jahrhunderte in der Dunkelheit angekettet habt, ist es nur rechtens, dass ich euch ebenfalls begrabe. Verdammt! Ich muss zu Shando Stormrage und ihn über den Verrat seines Bruders informieren. Mit meiner Macht kann ich entkommen, doch ich fürchte, für euch anderen gibt es keinen Weg hinaus. Geht, Herrin. Die Göttin wird uns den Weg ins Jenseits erhellen. Ich werde euch nie vergessen, meine Schwestern. Ihr sollt gerecht werden. Ich schwöre es. Nun aber muss ich einen Weg hinausfinden, bevor dieses verfluchte Grabmal im Meer versinkt. Was ist passiert, Herrin? Wo sind Naisha und die anderen? Sie sind verloren. Illidan fand das Auge von Sargeras und begrub mit dessen Macht unsere Schwestern bei lebendigem Leibe. Nun will er uns Verbliebene auch noch ausschalten. Uns bleibt nur die Möglichkeit, nach Kalimdor zurückzusegeln und Shando Stormrage wissen zu lassen, was sein Bruder plant. Es ist zu spät, Herrin. Illidans Streitmacht ist hier.
Wir können nicht entkommen, aber vielleicht Verstärkung rufen. Holt die Botin herbei. Sie muss die Küste erreichen und nach Kalimdor segeln. Mit etwas Glück ist Chando Stormrage hier, ehe wir überwältigt werden. Beeilt euch, Schwester! Die Botin ist in Schwierigkeiten. Beschützt sie! Tor Elisa Terranal! Gebe Elun, dass sie Chando Stormrage rechtzeitig erreicht. Falls nicht, kann nichts Illidan aufhalten. Nordrassils Wurzeln scheinen gut zu heilen. Könnte ich das doch auch von Fellwood sagen? Ich fürchte, die Verderbnis der Legion wird den Sumpf auf Dauer zeichnen. Euren Druiden wird etwas einfallen. Vielleicht leihen uns Isera oder Alexstrasza ihre... Verzeiht, Chando Stormrage, Priesterin Tyrande, aber sie bestand darauf, vorgelassen zu werden. Wer seid ihr, Mädchen? Was ist so dringend? Ich bin eine Dienerin der Wächterin Maiev Shadowsong, die geschworen hat, den Verräter Illidan zu jagen. Illidan, so redet doch! Verzeiht, Chando, aber euer Bruder hat eine dunkle Armee aus dem Meer gehoben und ein mächtiges Dämonenartefakt gestohlen. In diesem Augenblick bekämpft ihn meine Herrin auf den verheerten Inseln. Sie braucht unverzüglich Verstärkung. Ich werde gehen. Ich führe die Wächter selbst dorthin. Nein, meine Liebe. Die Druiden und ich können. Ich habe ihn damals befreit. Und ich trage die Verantwortung. Dann gehen wir beide. Wenn dieses Mädchen die Wahrheit spricht, kann Maiev jede Hilfe brauchen. Bleibt standhaft, meine Kriegerin. So die Göttin es will, wird Chando Stormrage kommen. Wir sind sicher gelandet, aber ein paar unserer Schiffe könnten auf den vorgelagerten Inseln auf Grund gelaufen sein. Mir missfällt, dass Teile unserer Streitmacht zurückbleiben, aber wir haben einfach keine Zeit zu warten. Meine Eulen sind bereits unterwegs und haben Majevs Standort erspäht. Sie und ihre Truppen werden angegriffen, aber wir müssen den Dschungel durchqueren, um zu ihr zu gelangen. Vielleicht hilft Naturgewalt beim Vorankommen. Wir sollten uns beeilen. Ich bezweifle, dass Majevs Truppen noch lange durchhalten. Wie ich vermutete. Unsere Schiffe sind hier auf Grund gelaufen. Die speziellen Verbündeten, die ich von Ashenvale mitbrachte, sollten hier in der Nähe sein. Spezielle Verbündete? Sucht einfach weiter. Ihr erkennt sie, wenn ihr sie seht. Gelobt sei Elun. Ich wusste, dass ihr kommen würdet, Chando Stormrage. Ich bin froh, dass wir es rechtzeitig geschafft haben, Maiev. Priesterin Tyrande, ich bin überrascht, dass ihr persönlich kommt. Seid ihr hier, um euer schlechtes Gewissen zu beruhigen? Ich tat, was ich tun musste, Maiev. Es steht euch nicht zu, mich zu richten. Ihr habt meine Beobachterin auf dem Gewissen und den Verräter befreit. Euch sollte man in einen Käfig sperren. Aufhören, alle beide. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Maiev, wie ist die Lage hier? In dieser Gegend gibt es keine Rohstoffe mehr, Chando. Wir müssen eine Goldmine finden, wenn wir mehr Truppen für einen Angriff auf Illidans Festung aufstellen möchten. Wohlan denn. Dann gehen wir. Der Sieg ist unser. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Chando Stormrage. Dieser Kampf ist längst nicht vorbei, Maiev. Illidans Verbleib ist noch ungeklärt. Und auch von Tyrande fehlt jede Spur. Zeigt euch, Illidan. Es ist vorbei. Oh, es ist noch lange nicht vorbei, kleine Priesterin.
Ein Jammer, dass ihr meinen Standpunkt nicht teilt. Nun werdet ihr und die ganze Welt begreifen, wozu ich fähig bin. Ashtarat! Bruder, was macht ihr denn hier? Ich werde euch aufhalten, Illidan. Statt euch zu verbannen, hätte ich euch wieder in den Käfig sperren sollen, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Damals war ich schwach. Jetzt nicht mehr. Ich habe einem neuen Meister Treue geschworen, Bruder. In seinen Diensten fällt mir eine große Aufgabe zu. Leider kann ich nicht dulden, dass er mir im Weg steht. Seid unbesorgt, meine Liebe. Wir finden Illidan, wohin er auch fliehen mag. Wir finden ihn. Unsere Truppen sind bald zum Aufbruch bereit. Aber wir wissen so gut wie nichts über dieses seltsame Land, in das Illidan geflohen ist. Dieses Land heißt Lordaeron, Maiev. Es ist die Heimat der Allianz, die uns in der Schlacht am Berg Hiyal unterstützt hat. Man sagte mir, dass ihre Königreiche, die der Menschen und Elfen, von der Geißel der Untoten verzehrt wurden. Diese Wälder haben schwer gelitten. Ich muss euch beide eine Zeit lang verlassen. Ich gehe in den Wald und versuche, mit dem Land eins zu werden. Während ihr weg seid, versuchen wir, Illidans Fährte aufzunehmen. Ich erwarte, dass ihr zwei euch auf die Aufgabe konzentriert. Euer persönlicher Disput kann warten, bis wir meinen Bruder gefunden haben. Gewiss, Shando. Wir brechen jetzt besser auf. Dies war ein Lager der Allianz. Der Angriff muss erst kürzlich erfolgt sein. Fremde, Milord. Sie scheinen nicht untot zu sein, aber... Ijnu Allah, Nachtelfen. Ich bin Prinz Keltas. Ich bin offen gestanden überrascht, euresgleichen hier zu sehen. Doch was euer Begehr auch sein mag, ich fürchte, in diesem verfluchten Land findet ihr nur Tod und Schatten. Ijnu Daldjeb, Keltas. Ich bin Maiv Shadowsong. Dies ist Tirande Whisperwind. Wir jagen einen mächtigen Dämon, der kürzlich hier eintraf. Seltsam, von einem Dämon weiß ich nichts, aber etwas hat die Untoten bei den Ruinen von Dalaran aufgeschreckt. Sie verfolgen uns jetzt Tag und Nacht. Wir waren im Begriff, diesen Posten aufzugeben und Zuflucht auf der anderen Seite des Flusses Arevas zu suchen. Dann sollt ihr unsere Unterstützung haben, junger Kael. Wartet, dafür haben wir keine Zeit. Wenn euer Volk in Sicherheit ist, helft ihr uns dann vielleicht, den Dämon zu jagen, den wir suchen? Es wäre mir eine Ehre, Milady. Wir sind an einem Scheideweg angelangt, meine Freunde. Es gibt einen kürzeren Weg zu unserem Schicksal, doch der führt gefährlich nahe an einer Bastion der Untoten vorbei. Die andere Route ist sicherer, aber wir brauchen länger, um den Fluss zu überqueren. Allerdings sind beide Wege nicht ungefährlich. Entscheiden wir rasch und ziehen wir weiter. Ah, das Dorf Pyrewood. Gleich dahinter liegt der Fluss Arevas. Ich weiß nicht. Etwas kommt mir nicht geheuer vor. Ja, vielleicht sollte die Karawane lieber weiterziehen. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber die zweite Welle rückt jetzt vor. Unsere Zeit ist abgelaufen. Einen weiteren Angriff überlebt die Karawane nicht. Kael, bringt eure Karawane über den Fluss. Ich bleibe zurück und verteidige die Brücke. Das ist höchst edel von euch, Priesterin. Aber einer solchen Heerschar seid ihr nicht gewachsen. Die Göttin ist mein Schildwächterin. Elun wird mir Kraft geben. Funktioniert. Sie kann sie aufhalten. Barmherzige Gott. Wir müssen uns beeilen und sie retten. Diese Strömung bringt sie direkt ins Zentrum der Länder der Untoten. Nein, Kael. Tirande ist Soldatin. Sie wusste, welches Risiko sie einging. Vor uns liegt eine bedeutendere Mission und unsere Zeit wird knapp. Euer Volk ist jetzt in Sicherheit. Nun löst euren Teil der Abmachung ein und helft mir, den Dämon zu jagen, den ich suche.
Dieser Wald hat ebenso sehr gelitten wie Ashenvale. Die schreckliche Pest der Geißel ließ zahllose Morgenbäume absterben. Könnten die Droiden doch nur... Ah! Die Erde wird entzwei gerissen. Die Schmerzen sind unerträglich. Alte Geister des Waldes, ich flehe euch an, zeigt mir, was meinem Blick verborgen ist. Zeigt mir, was diese Erde plagt. Ich sehe das eisige Land Northrend, das Dach der Welt. Das Land selbst wird gespalten. Wie kann das sein? Was konnte diese Verwüstung verursachen? Es funktioniert. Nichts kann der Macht des Auges widerstehen. Bald ist es um die Feinde meines Meisters geschehen und ich fordere meinen gerechten Lohn ein. Hab Dank, große Geister. Nun weiß ich, was zu tun ist. Ich verspreche es, dieser Verrat wird nicht ungesühnt bleiben. Majev, wir müssen uns beeilen. Illidan wirkt einen Zauber, der das Dach der Welt spaltet. Wir müssen... Halt. Wo ist Tirande? Es tut mir leid, Shando, aber die Priesterin ist gefallen. Wir halfen einer Gruppe Krieger der Allianz gegen die Untoten. Die Priesterin hat tapfer gekämpft, aber ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie in Stücke gerissen wurde. In Stücke gerissen? Tirande, mein Herz... Ich hätte dort sein sollen. Ihr könnt sie immer noch rächen, Shando. Greifen wir Illidan gemeinsam an. Nur seinetwegen sind wir an diesen gottverlassenen Ort gekommen. Er trägt die Schuld an eurem Verlust. Shando, das ist Prinz Keltas, der Verbündete, von dem ich sprach. Seid gegrüßt, großer Druide. Meine Späher haben bestätigt, dass dieser Illidan und seine ekle Schlangenbrut sich in den Ruinen der Stadt Dalaran verschanzt haben. Sie führen ein seltsames Ritual mit einem edelsteinartigen Artefakt durch. Dann benutzen sie das Auge von Sargeras. Aber warum sollten sie es auf das Dach der Welt abgesehen haben? Einerlei. Sie werden nicht lange genug leben, den Zauber zu vollenden. Illidan muss ein für alle Mal aufgehalten werden. Nein, der Zauber ist nicht fertig. Er ist nicht fertig! Es ist vorbei, Bruder. Hier endet euer niederträchtiges Ränkespiel. Illidan Stormrage, da ihr vorsätzlich zahllose Leben gefährdet und das Gleichgewicht der Welt selbst bedroht habt, verurteile ich euch hiermit zum Tode. Euretwegen ist zu viel Blut vergossen worden, Illidan. Noch jetzt spüre ich, wie das Land Northrend unter eurem Zauber erbebt. Diesmal reicht Gefangenschaft nicht aus. Ich werde ihn persönlich hinrichten. Narren, begreift ihr denn nicht? Der Zauber, den wir kanalisierten, galt den Untoten, unserem gemeinsamen Feind. Ich hatte den Auftrag, Eiskrone, die Festung des Lichtkönigs, zu zerstören. Ohne Rücksicht auf den Preis? Euretwegen ist Tirande tot. Was? Verzeiht, Lord Stormrage, aber die Priesterin könnte noch am Leben sein. Sie wurde stromabwärts gerissen, aber es wäre verfrüht, davon auszugehen, dass... Schweigt, Kell! Ihr sagtet mir, sie wurde in Stücke gerissen. Ihr habt mich belogen. Unser vordringlichstes Ziel war es, den Verräter zu fangen, Shando. Ich brauchte eure Hilfe.
Ich wusste, ihr würdet nach ihr suchen und unsere Chance zunichte machen. Ich... Und wer ist jetzt der Verräter, Weib? Ich muss auf der Stelle zu ihr. Furion, glaubt mir. Ihr wisst, dass ich Tyrande, allen unseren Differenzen zum Trotz, nie ins Verderben laufen lassen würde. Lasst mich euch helfen, Bruder. Meine Naga können den Fluss für uns ausspähen. Lasst mich wenigstens das tun. Wohlan denn. Was? Nach allem, was er getan hat, traut ihr diesem Verräter zu? Schweigt! Um euch kümmere ich mich später. Gehen wir, Bruder. Prinz Keltas sagte, als er Tyrande zuletzt sah, wurde sie flussabwärts gerissen. Falls sie noch lebt, werden meine Naga sie finden. Sie sollten lieber mit guten Neuigkeiten zurückkehren, Bruder. Allein bei ihrem Anblick wird mir schon übel. Wo habt ihr nur diese abscheulichen Kreaturen gefunden? Glaubt mir, Bruder, das wollt ihr nicht wissen. Lord Illidan, wir haben die vermisste Priesterin gefunden. Sie und ihre Kriegerinnen kämpfen weiter gegen die Untoten. Doch bezweifle ich, dass sie noch lange durchhalten. Kommt herfür, geistlose Kreaturen, und lernt den Zorn der Wächter kennen. Eluns Licht wird niemals verlöschen. Ihr solltet euch beeilen, wenn ihr sie retten wollt. Ein Stoßtrupp der Untoten! Aber sie beachten uns gar nicht. Was könnte... Tyrande. Ihre fliegenden Spukgestalten verdunkeln den Himmel. Es wäre töricht, eure Flieger gegen sie zu schicken. Wir können uns jetzt nicht auf sie verlassen. Illidan, ihr müsst die Untoten hier festhalten und verhindern, dass sie Tyrandes Lager angreifen. Ich reise stromabwärts und... Nein, Bruder. Die Naga und ich sind schneller bei ihr. Ich werde gehen. Es stimmt, was ihr sagt. Doch ich riskiere viel, wenn ich euch traue, Illidan. Ich schwöre bei meinem Leben, ich bringe sie zurück, Bruder. Ich glaube euch, Ande Thoras Ethil, Bruder. Lord Illidan, wir haben einen Damm entdeckt, der einen der Nebenflüsse dieses Stroms staut. Waldtrolle bewachen den Damm. Aber der Bach dahinter könnte eine schnellere Route zu eurer Freundin sein. Wir werden sehen. Illidan, was ist das für ein Trick? Seid ihr gekommen, um mich persönlich zu töten? Nein, Tyrande, ihr müsst mir glauben. Ich komme, um euch zu retten. Mich zu retten? Wo könnten sie sein? Inzwischen hätte er sie zurückbringen müssen. Beeilt euch! Dies ist unsere letzte Chance! Ihr riskiert euer Leben für mich. Das verstehe ich nicht. Was immer ich sein mag, was immer ich in dieser Welt werden mag, ihr müsst wissen, dass ich stets über euch wachen werde, Tyrande. Tyrande! Ich wusste, ihr würdet mich nicht aufgeben. Ich wähnte euch für immer verloren, meine Liebste. Ohne Illidans Hilfe hätte es so kommen können. Zwischen uns gab es viel Zwist, Bruder. Ich empfand äonenlang nur Hass für euch. Doch ich für meinen Teil möchte, dass sich das ändert. Von diesem Tage an soll Frieden zwischen uns herrschen. Ihr habt viel Leid über die Welt gebracht, Illidan. Das kann ich euch niemals verzeihen. Aber ihr habt das Leben meiner Liebsten gerettet. Dafür schenke ich euch die Freiheit. Doch solltet ihr mein Volk jemals wieder bedrohen? Ich verstehe, Bruder. Herrschaft über diese Welt war nie mein Ziel. Nur Macht, nur Magie. Ich verweilte schon zu lange hier und muss jetzt gehen. Als ich euch half, habe ich meinen neuen Meister verraten. Wenn ich mich nicht vorsehe, ist sein Zorn mein Ende. Lebt wohl, Bruder. Tyrande.
Ich bezweifle, dass wir uns wiedersehen. Enshufalana. Narren! Hat niemand einen Sinn für Gerechtigkeit? Mayev, Illidan hat für seine Verbrechen gebüßt. Er ist keine Gefahr mehr für... Es ist zwecklos, Tirande. Sie ist die Personifizierung der Rache geworden und für immer an diese Jagd gebunden. Ich bete nur, dass sie in ihrem Eifer dereinst nicht mehr Schaden anrichtet als Illidan. Lasst uns nun heimkehren, Liebste. Wir haben eine Ruhepause verdient. Ihr seid spät dran, Prinz Kelters. Brüsten sich Elfen nicht mit ihrer Pünktlichkeit? Es war unvermeidlich, Lord Garitos. Wir trafen eine Gruppe Nachtelfen von jenseits des Meeres und... Eure faulen Ausreden interessieren mich nicht. Ihr Elfen seid hier, um der Allianz zu dienen. Daher werdet ihr meine Befehle haargenau befolgen. Ist das klar? Ja, Lord Garitos. Die Untoten haben eine neue Offensive zur Rückeroberung Dalarans begonnen. Ihre Hauptangriffsstreitmacht marschierte südlich durch Silberkiefer. Aber wir konnten ihren Vormarsch am Fuße der Berge aufhalten. Meine Männer sind kampfbereit, Milord. Wann brechen wir zur Front auf? Wir werden in Kürze aufbrechen. Aber eure Leute bleiben hier. Unsere Späher melden, dass sich eine zweite Streitmacht von Osten nähern könnte. Ihr müsst die umliegenden Spähposten reparieren, damit wir diese Region überwachen können. Aber Milord, wir sind Krieger, keine... Ihr habt eure Befehle, Prinz Kelters. Ich denke, eure Elfenuhren haben sie vernommen. Zieht los! Anmaßender Sohn einer... Bringen wir es hinter uns. Geschafft. Der Spähposten wurde repariert. Rasch weiter, damit wir an den anderen arbeiten können. Verdammt. Wir müssen irgendwie über den See zu der äußeren Goldmine vorstoßen. Naga, ihr habt für den Dämon Illidan gekämpft. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt, werter Prinz. Ich bin Lady Varsh. Meine Brüder und ich kommen im Frieden und bieten Hilfe an. Ich brauche nichts von euch, Hexe. Tatsächlich? Ich dachte, ihr bräuchtet Boote, um zu den Spähposten zu gelangen. Und die würdet ihr freiwillig hergeben? Warum sollte ich euch trauen, Milady? Unsere Völker haben gemeinsame Vorfahren, Kay. Und mit den Untoten haben wir nun einen gemeinsamen Gegner. Diese Boote sind ein Zeichen guten Willens. Dann werde ich euer Angebot annehmen. Danke. Seid gegrüßt, Lord Garitos. Die Spähposten wurden wunschgemäß repariert. Wir wollten gerade... Ich habe schlechte Nachrichten von der Front. Stimmt es, dass ihr euch mit den bösen Naga zusammengetan habt? Ja, Milord. Sie halfen uns über den See. Ich versichere euch, sie sind keine Gefahr für uns, oder... Sie sind keine Menschen und daher wie jeder Feind zu vernichten. Gebt Acht, wem ihr in Treue zur Seite steht, Blutelf. Ich dulde keinen Verrat in meinen Reihen. Nun muss ich zur Front zurück. Ihr wartet hier auf weitere Befehle. Seid gegrüßt, Prinz Kael. Ich bringe Kunde von Großmarschall Garitos. Was gibt's Neues von der Front? Offenbar haben die von euch reparierten Spähposten eine große Streitmacht der Untoten in der Nähe entdeckt. Lord Garitos befiehlt, dass ihr die Untoten vernichtet, ehe sie gegen Dalaran marschieren können. Das sollte nicht allzu schwer sein. Leider könnten eure Truppen etwas dezimiert sein. Wisst ihr, Lord Garitos hat auch befohlen, dass Infanterie, Kavallerie und Logistik sich ebenfalls sofort an der Front zu melden haben. Ihr Männer da, auf geht's! Das ist lächerlich. Soll ich mit nichts weiter als Stöcken und Schimpfworten gegen die Untoten vorgehen? Der Großmarschall hat vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Lasst euch was einfallen. Garitos,
Allmählich hasse ich diesen Mann. Prinz Gael, Sie haben unsere umliegenden Stützpunkte erobert. Wir sind völlig umzingelt. Die Stützpunkte sind verloren. Wir müssen improvisieren. Ich nun Daldjek, Prinz Gael. Wir bringen euch Hilfe im Kampf gegen die Untoten. Seid gegrüßt, Lady Vash. Ich würde eure Hilfe gern annehmen, doch mein Befehlshaber schätzt euer Volk nicht. Ich sehe ihn in der Gefahr nicht an eurer Seite. Lasst meine Truppen eure unterstützen. Andernfalls werdet ihr und eure Brüder gewiss fallen. Es stimmt, was ihr sagt, aber ich... Ich nehme euer Angebot an, Vash. Gut, dann also los. Seid bedankt, Lady. Ohne eure Hilfe wäre der Sieg unmöglich gewesen, doch fürchte ich, sie anzunehmen, war mein Untergang. Der Mensch, dem ihr dient, traut nur seinem eigenen Volk. Sein Ehrgefühl ist nicht größer als seine Toleranz. Loyalität und Pflichtbewusstsein binden mich an ihn und diese klägliche Allianz. Doch scheinen mir diese Bande nun ferner als unsere untergegangene Heimat. Ich weiß nur, meine Brüder und ich, wir verspüren ein Gefühl wie Hunger nach mehr. Dann ist es vielleicht an der Zeit, einen neuen Weg zu finden, junger Kael. Zu Macht und Ruhm. Ich kann es nicht erklären, doch seit unsere Heimat zerstört wurde, fühlen meine Brüder und ich uns leer. Als hätte man uns die Seele genommen. Dieser Hunger hat unsere Herzen hart gemacht. Ich kenne diesen Hunger, Kael. Euer Volk ist süchtig nach Magie. Genau wie wir. Mehr als 10.000 Jahre strömte sie durch eure Adern. Und nun, da euer Land und der Sonnenbrunnen, der euch Macht gab, verdorben sind? Unsere Macht, unser Geburtsrecht wurden uns genommen. Ohne neue Quelle der Magie wird mein Volk aussterben. Es gibt andere Quellen der Macht in dieser Welt, Kael. Zum Beispiel Dämonen. Ihr sprecht von Wahnsinn, Milady. So verzweifelt werden wir niemals sein. Eure Abneigung ist verständlich, dennoch... Prinz Kael, Großmarschall Garrydos ist eingetroffen. Er hat ein ganzes Bataillon mitgebracht. Verdammt. Vash, ihr geht jetzt besser. Ich kann eure Sicherheit nicht gewährleisten. Naga-Krieger! Vergesst sie. So, Kael, endlich zeigt ihr, wes Geistes Kind ihr wirklich seid. Ich wusste, dass ihr mit diesen Schlangen im Bunde seid. Das ist mir Beweis genug, jeden von euch Verrätern hinrichten zu lassen. Bitte, Milord, verschont meine Männer. Ich allein habe entschieden. Spart euch die Worte. Ich habe euch selbstgefälligen Elfen nie getraut. Es war ein Fehler, euch überhaupt in die Allianz aufzunehmen. Nun wird euch endlich euer verdientes Schicksal ereilen. Bringt sie weg! Wie konnte ich dies nur über meine Brüder bringen? Gefangen in diesen Zellen wird unser Hunger nach Magie unser Tod sein. Bald ist alles vorbei, Verräter. Lord Garrydos will euch alle im Morgengrauen hinrichten lassen. Hoffentlich geht die Sonne bald auf. Diese Elfen sind mir nicht geheuer. Seid unbesorgt. Die Kirin-Tor haben dieses Gefängnis erbaut, damit ihre Schoßtierchen nicht rauskommen. In diesen verzauberten Zellen nützt die Magie der Elfen nichts. Seid gegrüßt, Kael. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Im Gegenteil, Vash. Ihr hättet den Zeitpunkt nicht besser wählen können. Abermals stehe ich in eurer Schuld. Doch selbst wenn wir meine Brüder befreien, bleibt uns kein Ausweg. Garrytos Streitmacht ist uns 10-1 überlegen. Ihr steht an einem gefährlichen Kreuzweg, Kael. Entweder bleibt ihr hier und werdet durch Menschenhand dahingerafft, oder... Ihr wählt einen dunkleren Weg in die Freiheit. Was ist das für ein dunklerer Weg? In der Stadt über uns steht ein Portal.
Ein Tor, das zu anderen Welten führt. Ja, ich kenne es. Der Lich-Kel'Thuzad öffnete es, um Archimond hier zu bringen. Ja, Illidan, mein Meister, erwartet uns auf der anderen Seite dieses Portals. Führt euer Volk zu ihm und er wird euch ein neues Schicksal schmieden, Kel. Er wird den verzehrenden Hunger eurer Leute stillen. Mich mit einem finsteren Dämon verbünden oder mein Volk in den sicheren Tod führen. Es gibt keine Wahl, Varsh. Zuerst müssen wir meine Offiziere befreien. Sie können die anderen zusammenholen, während wir den Ausgang angreifen. Wie ihr wollt. Ich spüre, wie sich in der Nähe mächtige Geister regen. Arthas ermordete eine Anzahl Erzmagier, als die Geißel dieses Land verheerte. Die unsichtbaren Geister der Zauberer finden jetzt keine Ruhe. Vielleicht sollten wir sie aufspüren und ihnen Frieden geben. Ich spüre etwas Flüchtiges. Außerordentlich. Diese verfluchten Elfen sind frei. Allein halten wir sie nicht auf. Müssen wir auch nicht. Wir hetzen diese Kreaturen auf sie. Ihr seid am Ende eures Weges angelangt, Prinz Kael. Macht es euch doch nicht so schwer. Ihr habt den Kirin-Tor wohlgedient, Kassan. Doch die alte Ordnung existiert nicht mehr. Mein Volk wird dieses verdammte Gefängnis so oder so verlassen. Ein Jammer, dass ein guter Zauberer böse geworden ist. Tut, was ihr tun müsst, Freund. Meine Brüder sind versammelt, Varsh. Nun müssen wir nur noch euer Portal erreichen und... Ach, werter Prinz. Wir müssen das Portal lange genug offen halten, damit alle passieren können. Aber Garitos Truppen werden es wohl angreifen, bevor uns die Flucht gelingt. Dann halte ich ihn auf. Ich verschaffe euch die nötige Zeit. Rasch, meine Brüder, nehmt die Position ein. Garitos Truppen werden jeden Moment hier sein. Wir haben das Portal erreicht, Kael. Nun versuchen wir es zu öffnen. Prinz Kael, die anderen Baumeister und ich haben die Verteidigungsanlagen von Dalaran mitkonstruiert. Wir könnten Material aus diesen Ruinen bergen und die Verteidigungstürme errichten, die ihr braucht. Welch frohe Kunde! Dann macht euch an die Arbeit! Verfluchte Elfen! Ich wusste, sie würden so etwas versuchen. Vergesst die vermaledeiten Türme. Ich wünsche, dass das Portal zerstört wird. Diese Verräter werden nicht entkommen. Benutzt diesen Sprengstoff beim Portal. Wer immer das Portal zerstört, wird als Held gefeiert. Wir haben es geschafft. Das Portal ist offen. Der Exodus kann beginnen. Gut gemacht, Varsh. Wenn wir weitere strategische Türme bauen, können wir Garitos Streitmacht so lange aufhalten, bis unsere Leute in Sicherheit sind. Hoffentlich habt ihr recht. Wenn das Portal fällt, sterben wir alle. Kael, es sind alle durch. Zieht euch zurück und wir schließen das Portal hinter uns. Gut, Männer, zurück! Zurück zum Portal! Nun, junger Prinz, ein letzter Schritt hin zum Schicksal. Was ist das für ein trostloser Ort, Varsh? Diese verwüstete Welt heißt Fremdland, junger Prinz. Mehr ist nicht mehr übrig von Draenor, der einstigen Heimat der Orkhorde. Erstaunlich. Ich erinnere mich, wie Khadgar vor Jahren die Expedition der Allianz hierher führte. Fast wäre es ihm gelungen, die Orks für immer auszurotten. Bei seinem Fluchtversuch öffnete Ner'zhul eine ganze Anzahl riesiger Dimensionsportale,
Aber damit hat er nur den Planeten in eine Wüste verwandelt. Ja, und nun sind wir gekommen, in den Ruinen dieser toten Welt den Meister zu suchen. Illidan, warum hier? Was könnte ihn an dieser unfruchtbaren Einöde interessieren? Das weiß ich nicht. Dennoch sollten wir ihn rasch aufsuchen. Einverstanden. Ich brenne darauf, ihn wiederzusehen. Wenn er meinem Volk den Hunger nach Magie nehmen kann, biete ich ihm mit Freuden meine Dienste an. Dieser Ort ist unheimlich. Seit 3 Tagen marschieren wir und keine Spur von Leben. Und doch werde ich das Gefühl nicht los, dass wir nicht allein hier sind. Sind wir auch nicht. Ich witterte den Geruch, als der Wind sich drehte. Nachtelfen, was könnten die hier vorhaben? Maiev, die Wächterin, hat geschworen, Illidan um jeden Preis zu fangen. Sie muss ihre Krieger hergebracht haben, um ihn zu hetzen. Da, Illidan liegt angekettet in diesem Käfig. Die Nachtelfen müssen ihn wohl in ihre Festung bringen. Dann müssen wir ihn retten, ehe sie in Sicherheit sind. Lady Varsh, die Rettung kam zur rechten Zeit. Kein schöner Gedanke, weitere 10.000 Jahre in Maievs Gefängnis zu verbringen. Wir konnten euch nicht im Stich lassen, Lord Illidan, aber eure Freiheit verdankt ihr jenen dort. Wer ist das, Varsh? Der junge Elf kommt mir bekannt vor, aber... Sie nennen sich selbst Blutelfen, mein Lord. Es sind die letzten sterblichen Nachfahren der Hochwohlgeborenen, die euch vor langer Zeit dienten. Dies ist Prinz Kael'thas. Er und seine Brüder kamen, um eurer Weisheit teilhaftig zu werden und euch Treue zu schwören. Es war richtig, zu mir zu kommen, Kael. Ich teile die Qual eurer Sucht, euren Hunger nach Magie. Könnt ihr uns helfen, Lord Illidan? Könnt ihr uns heilen? Es gibt keine Heilung, junger Freund. Aber Mittel und Wege, den Hunger zu besänftigen. Folgt mir, und ich gewähre eurem Volk mehr Magie, als ihr euch vorstellen könnt. So sei es. Lord Illidan, meine Blutelfengeschwister und ich schwören euch demütig die Treue. Dann steht auf, junger Kael. Ihr sollt meine rechte Hand und Überbringer meines Zorns sein. Was ist mit euren Plänen, Meister? Viele Monate nach der Niederlage der Legion in der Schlacht am Berg Hiyal besuchte mich Kil'jaeden, einer der letzten großen Dämonenlords. Illidan. Früher seid ihr sowohl Freund als auch Feind der brennenden Legion gewesen. Aber als ihr den Schädel des Gul'dan verzehrt habt, habt ihr eure Niederlage in dieser Welt besiegelt. Ich biete euch eine zweite Chance, uns zu dienen. Was soll ich tun, Großmächtiger? Meine Schöpfung, der Lichtkönig, hat mich verraten. Er wagte es, den Pakt zu brechen, der ihn an meinen Willen bindet. Aber seine Seele liegt noch gefangen im Frostthron von Eiskrone. Zerstört ihn für mich, und ich gebe euch, was euer Herz begehrt. Es soll geschehen, Großmächtiger. Es soll geschehen. In Dalaran versuchte ich, mit dem Auge von Sargeras die polaren Eiskappen um den Eiskrone-Gletscher zu schmelzen. Wäre der Zauber gelungen, wäre es für immer um den Lichtkönig geschehen gewesen. Aber die verfluchten Nachtelfen mischten sich ein. Und der Zauber ging schief. Nach meinem Scheitern floh ich an diesen einsamen Ort, um Kil'jaedens Zorn zu entgehen. Wenn ich hier im Exil bleiben soll, müssen wir dafür sorgen, dass Kil'jaedens Agenten das Land nicht mehr heimsuchen. Vor langer Zeit, nach der Explosion Draenors, scharte ein brutaler Grubenlord namens Magteridon die Orks um sich und übernahm die Macht in Fremdland. Seither ist seine Streitmacht immer stärker geworden. Wie das, Meister?
Wie konnte er sein Heer verstärken, wenn die meisten Orks bei der Explosion dieser Welt vernichtet wurden? Indem er eben die Portale benutzte, die den Planeten in Stücke rissen. Viele von Ner'Zhuls Dimensionstoren stehen noch, junger Prinz. Makteridon lockt tagtäglich Dutzende unglücklicher Dämonen hindurch. Dann müssen wir sie auf Dauer versiegeln. Ja, wir suchen jedes dieser Tore auf und ich werde sie selbst schließen. Wenn sie versiegelt sind, ziehen wir gegen Makteridons schwarze Zitadelle ins Feld und erobern Fremdland für uns. Makteridons Streitmacht belagert dieses Draenei-Dorf. Wenn wir sie vertreiben, schließen die Draenei sich unserem Kampf an. Ich bin Akama, Ahnenweiser der Draenei. Lord Illidan versprach, als Gegenleistung für unsere Treue, unsere alten Feinde zu vernichten. Diese verfluchten Orks dienen Makteridon, einem schrecklichen Lord, dessen schwarze Zitadelle im Westen liegt. Unter seinem Befehl hätten die Orks uns beinahe ausgerottet. Aber nun werden wir uns mit Hilfe von Lord Illidan wehren und das Land unserer Ahnen zurückerobern. Auch wir dienen Illidan, alter Mann. Wohlan, denn, Fremdling. Wir haben es geschafft, Meister. Alle Dimensionstore sind verschlossen. Nun kann Makteridon keine Verstärkung mehr rufen. Wohl wahr, aber seine Streitmacht ist immer noch gewaltig. Es wird nicht leicht werden, seine schwarze Zitadelle anzugreifen, Kael. Es gefiele mir nicht, wenn es anders wäre. Unsere Feinde rücken näher, Lord Makteridon. Das sind lästige Insekten, mehr nicht. Makteridons Macht widersetzt sich niemand. Ich bin der Lord von Fremdland. Wer an meiner Herrschaft zweifelt, wird es bereuen. Makteridon wurde im Lauf der Jahre stark, aber er musste auch kaum gegen ernsthafte Gegner kämpfen. Er ist dekadent und überheblich geworden. Der Prahlhans hat unserer List und Willenskraft nichts entgegenzusetzen. Dies wird ein ruhmreicher Kampfmeister. Makteridons Truppe ist unserer zwar zahlenmäßig weit überlegen, doch unsere Krieger sind bereit, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Der Eifer eures Volkes gefällt mir, Kael. Seine Seelen und Kräfte wurden in dieser lebensfeindlichen Wildnis gestählt. Allein dieser Mut könnte ausreichen. Lord Illidan, Neuankömmlinge kommen euch begrüßen. Wir Draenei kämpfen seit Generationen gegen die Orks und ihre Dämonenmeister. Nun werden wir diesem Fluch endgültig ein Ende machen. Wir stehen euch zur Verfügung, Lord Illidan. Euer Volk soll wie versprochen seine Rache haben, Akama. Wenn die Nacht zu Ende ist, werden sie trunken davon sein. Vash, Kael, gebt den letzten Befehl zum Angriff. Die Stunde der Rache ist gekommen. Ich kenne euch nicht, Fremdling, doch eure Macht ist groß. Seid ihr ein Agent der Legion? Wurdet ihr geschickt, mich zu prüfen? Ich komme, um an eure Stelle zu treten. Ihr seid ein Relikt, Makteridon. Ein Geist vergangener Zeitalter. Die Zukunft gehört mir. Von diesem Augenblick an wird Fremdland und alle seine Bewohner mir untertan sein. Hört mich an, ihr zitternden Sterblichen. Ich bin euer Herr und Meister. Illidan herrscht über alles.
Woher kommt dieser Sturm? Lasst den Kopf unten, Narr! Etwas Schreckliches rückt näher! Törichter kleiner Bischling! Ihr habt den Frostthron nicht wie befohlen zerstört. Und ihr dachtet, in dieser trostlosen Einöde könntet ihr euch vor mir verstecken. Ich hätte euch für schlauer gehalten, Illidan. Kil'jaeden, ich wurde lediglich aufgehalten. Ich wollte meine Streitmacht aufstocken. Der Lichtkönig wird vernichtet. Ich verspreche es. Wirklich? Immerhin scheinen die Diener, die ihr um euch gescharrt habt, vielversprechend zu sein. Ich gebe euch eine letzte Chance, Illidan. Zerstört den Frostturm oder zieht meinen ewigen Zorn auf euch. Vielleicht war es nicht die klügste Entscheidung, mich hier zu verstecken. Aber die Mission liegt klar vor uns. Werdet ihr mir ins kalte Herz des Todes selbst folgen? Die Naga stehen euch zur Verfügung, Lord Illidan. Wohin ihr geht, folgen wir euch. Die Blutelfen sind euch ebenfalls zu Diensten, Meister. Wir jagen die Geißel vor uns her und zerschmettern den Frostthron wie befohlen. Seit Monaten haben wir nichts mehr von Lord Archimond gehört. Ich habe es satt, diese verwesenden Untoten zu hüten. Was machen wir noch hier? Wir haben die Aufsicht über dieses Land, Deserok. Es ist unsere Pflicht, hier auszuharren, bis die Geißel einsatzbereit ist. Stimmt. Aber inzwischen hätten wir irgendwelche Befehle bekommen sollen. Die Legion wurde schon vor Monaten besiegt. Das müssen Sie doch wissen. Schwer zu sagen. Aber je länger Sie das Kommando haben, desto mehr wirtschaften Sie die Geißel herunter. Was? Wer könnte denn wohl... Seid gegrüßt, Schreckenslords. Ich möchte euch danken, dass ihr in meiner Abwesenheit mein Königreich behütet habt. Aber ich bedarf eurer Dienste nicht länger. Prinz Arthas, dieses Land gehört uns. Die Geißel gehört der Legion. Jetzt nicht mehr, Dämon. Eure Meister wurden besiegt. Die Legion ist am Ende. Euer Tod wird den Kreis schließen. Niemals! Es ist noch nicht vorbei, Mensch. Wir wussten, ihr würdet zurückkehren, Prinz Arthas. Ich bin zurückgekehrt, Lich. Doch ihr werdet mich mit König ansprechen. Immerhin ist dies mein Land. Nun müssen wir das Land sichern, indem wir die letzten Menschen ausrotten. Aber mein König, die Menschen verlassen bereits ihre Dörfer. Sie fliehen zu den Gebirgspässen. Wenn sie die Berge entkommen, ist es unmöglich, sie alle zur Strecke zu bringen. Dann müssen wir sie abschlachten, bevor sie entkommen. Ihr Tod wird ein angemessener Tribut für Ner'zhul sein. Ah! Die Schmerzen sind unerträglich. Was geschieht mit mir? Die Gefahr rückt näher. Die Macht schwindet. Die Zeit wird knapp. König Arthas, braucht ihr Unterstützung? Nein. Die Schmerzen sind weg. Doch meine Kräfte haben nachgelassen. Hier stimmt ganz entschieden etwas nicht. Sollen wir unsere Truppen zurückrufen? Nein. Ich werde die Jagd beenden. Wir lösen dieses Rätsel, sobald unsere Aufgabe erledigt ist. Endlich ist die Allianz erledigt. Wenn wir die letzten Nachzügler zusammengetrieben haben, müssten wir... Nicht schon wieder. Ich bin es, der Lichtkönig. Gefahr nähert sich dem Frostthron. Ihr müsst unverzüglich nach Northrend zurückkehren. Gehorcht! Mein König, euch ist nicht wohl. Bringt mich zur Hauptstadt. Vor mir liegt eine weite Reise.
Lady Sylvanas, wie schön, dass ihr gekommen seid. Wie könnte ich nicht? Aus irgendeinem Grund höre ich die Stimme des Lichtkönigs nicht mehr in meinem Kopf. Ich habe meinen freien Willen wieder. Ihr Schreckenslords scheint den Grund zu kennen. Wir haben festgestellt, dass der Lichtkönig seine Macht verliert. Und mit ihr schwindet auch seine Fähigkeit, über Untote wie euch zu gebieten. Und was ist mit König Arthas? Was ist mit seinen Kräften? Arthas Kräfte werden mit der Zeit schwinden, auch wenn mächtige Zauber in seine Runenklinge Frostmourne gewirkt wurden. Das ist unausweichlich. Ihr wollt ihn stürzen und euch dazu meiner Hilfe versichern. Die Legion mag besiegt sein, doch wir sind die Nasresim. Kein Menschenemporkömmling wird uns beherrschen. Arthas muss weg. Der Lich Kel'Thuzad ist viel zu loyal, seinen Meister zu verraten. Ihr andererseits... hasst ihn. Und ich habe meine Gründe, nach Rache zu dürsten. Arthas hat mein Volk ausgerottet und mich in dieses Monstrum verwandelt. Ich werde euren blutigen Umsturz unterstützen, aber auf meine Weise. Ich für meinen Teil traue ihr nicht. In ihr schlägt ein Elfenherz. Sie wird nie mit uns paktieren. Nicht so voreilig. Sie ist ein Freigeist, aber ihr Hass auf Arthas wird letztlich unseren Zwecken dienen. Das stimmt. Da das nun auch geklärt wäre, möge das Fest beginnen. Die Anfälle sind also schlimmer geworden. Ja. Meine Kraft ist erschöpft. Ich kann kaum meine eigenen Krieger befehligen. Der Lichtkönig warnte mich, wenn ich nicht bald nach Northrend komme, könnte alles verloren sein. Keine Angst, mein König. Die Vorbereitungen für eure Abreise sind abgeschlossen. Schiffe warten an der Küste und... Die Pläne wurden geändert, König Arthas. Ihr seid am Ende eures Weges angelangt. Mörder! Eine Falle! Ihr hättet nicht zurückkehren sollen, Mensch. Dank eurem geschwächten Zustand haben wir die Macht über die Mehrzahl eurer Krieger übernommen. Eure Herrschaft war wohl nur von kurzer Dauer. Es sind zu viele, mein König. Flieht! Verlasst die Stadt! Ich suche meinen eigenen Weg. Wir treffen uns in der Wildnis. Nun gut, Lich. Viel Glück. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen rasch den Weg hinausfinden. Seid bedankt, Ladies. Doch wo ist eure Herrin? Wo ist Sylvanas? Sie schickte uns, euch zu suchen, großer König. Wir sind hier, um euch über den Fluss zu geleiten. Auf der anderen Seite suchen wir Schutz in der Wildnis. Das ist der Ort, Schwestern. Hier ruhen wir uns aus, großer König. Warum hier? Wir müssen Kel'Thuzad finden, bevor wir... Ihr seid getäuscht worden. Kommt sofort an meine Seite. Gehorcht! Was geht hier vor? Sylvanas. Ihr seid mir in die Falle gegangen, Arthas. Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen. Verräterin! Was habt ihr mit mir gemacht? Das ist ein spezieller Giftfall nur für euch. Die Lehmut, die ihr gerade verspürt, ist nur ein Bruchteil der Qualen, die ihr mir zugefügt habt. Dann macht ein Ende. Ein schneller Tod, wie ihr ihn mir gewährt habt? Nein. Ihr werdet so leiden wie ich, und dank meines Pfeils könnt ihr nicht fliehen. Schöne Grüße an die Hölle, Dreckskerl. Zurück, ihr hirnlosen Kreaturen. Heute werdet ihr nicht fallen, mein König.
Es ist noch nicht vorbei, Arthas. Ich werde euch immer jagen. Die Wirkung des Pfeils lässt mit der Zeit nach. Alle Vorkehrungen für eure Reise nach Northrend wurden getroffen. Ihr seid ein treuer Freund gewesen, Kel'Thuzad. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Oder ob wir je zurückkehren. Aber ihr sollt über dieses Land wachen. Sorgt dafür, dass mein Erbe fortbesteht. Das werde ich, König Arthas. Das werde ich. Ihr wirkt bedrückt, Herrin. Seid ihr's nicht, Schwester? Vor Tagen noch waren wir Sklaven des Lichtkönigs. Wir richteten in seinem Namen Gemetzel an. Und nun sind wir frei. Ich verstehe nicht, Herrin. Ich dachte, ihr wäret überglücklich. Welches Glück soll dieser Fluch schon bringen? Wir sind immer noch untot, Schwester. Immer noch Monster. Sind wir jetzt nicht Sklaven dieser Folter? Seid gegrüßt, Lady Sylvanas. Meine Brüder und ich begrüßen eure Rolle beim Sturz von König Arthas. Ich bringe euch die förmliche Einladung, euch unserem neuen Orden anzuschließen. Varimatras, mir geht es nur darum, Arthas tot zu sehen. Ich habe keine Zeit für eure kleingeistigen Machtspielchen. Vorsicht, Milady. Es wäre unklug, unseren Zorn zu entfachen. Wir sind die Wächter dieser Pestländer. Ihr könnt mit uns herrschen oder auf der Strecke bleiben. Ich bin lange genug Sklavin gewesen, Schreckenslord. Ich opfere meine Freiheit nicht der Abhängigkeit von Narren wie euch. So sei es. Unsere Antwort wird bald kommen. Ein letztes Wort, Dämon. Sylvanas, verschont mich. Ich flehe euch an. Ich kann nützlich sein. Ich schwöre es. Typisch Dämon. Ihr würdet eure Brüder verkaufen, um eure Haut zu retten. Ich bin ganz Ohr. Ich kenne die Pläne meiner Brüder. Ich weiß, wo ihre Streitkräfte lagern. Lasst mich euch dienen, dann helfe ich euch, sie zu besiegen. Nun gut, Varimatras. Ihr dürft mir eure Loyalität beweisen. Doch seid gewarnt. Ich nehme euch an die kurze Leine. Northrend. Mir scheint, als wäre ich ewig nicht hier gewesen. Etwas da draußen bedroht den Lichtkönig. Wir müssen schnellstens Eiskrone erreichen. Mein König, zuerst müssen wir hier einen Stützpunkt errichten. Doch auf dieser Insel gibt es fast keine Rohstoffe. Was zum... Sie sehen wie Hochelfen aus. Was machen die denn hier? Prinz Arthas, wir sind Blutelfen. Wir haben geschworen, die Geister von Kel'Thalas zu rächen. Dieses tote Land soll eine Katharsis erleben. Northrend gehört der Geißelelf. Es war ein schlimmer Fehler, hierher zu kommen. Tötet sie. Vorwärts für die Geißel. Tötet sie in Ner'zhuls Namen. Wer zum... Danke für die Unterstützung, Mächtiger. Der Lichtkönig schickte mich euch zu Hilfe, Todesritter. Ich bin Anubarak, der alte König von Azul-Nerum. Ich schätze eure Hilfe, Anubarak. Doch wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen Eiskrone schnellstens erreichen. Diese Elfen sind jämmerlich. Kein Wunder konnten wir ihre Heimat so leicht zerstören. Leider war ich nicht da, euch aufzuhalten. Es ist lange her, Arthas. Prinz Kel'Thas, euch habe ich nicht gesehen seit... Ihr führt diese Elfen? Jedenfalls diese Gruppe. Ihr hattet es hier lediglich mit einem Spähtrupp zu tun. Lord Illidans Armee zu besiegen, dürfte schwieriger sein.
Illidan? Er steckt hinter dieser Invasion? So ist es. Unsere Streitkräfte sind riesig, Arthas. In diesem Augenblick marschieren sie zum Eiskrone-Gletscher. Ihr werdet euren kostbaren Lichtkönig nicht rechtzeitig retten können. Betrachtet es als Buße für Kel Talas und andere Frevel. Beeilung! Meine Feinde rücken näher! Unsere Zeit ist fast um! Seid ihr wohl auf, Todesritter? Meine Macht wird schwächer, aber es wird gehen. Er hat recht. Wir kommen niemals rechtzeitig zum Gletscher. Wir könnten einen anderen Weg einschlagen, Todesritter. Tief unter uns liegt das uralte und verwüstete Königreich Asjol-Nerung. Zwar erlebt es dunkle Zeiten, doch wir könnten dort eine direkte Abkürzung zum Gletscher finden. Wir haben keine andere Wahl. Ihr voran, Anubarak. Seid ihr sicher, dass uns diese Tunnel zum Gletscher führen? Nichts ist sicher, Todesritter. Die Ruinen sind gefährlich, doch das Risiko dürfte sich auszahlen. Nun gut, auf geht's. Gut gemacht, Varimatras. Ihr habt uns direkt zu Deseroks Hochburg geführt. Aber sagt mir, wer sind diese Menschen? Deserok hat mit seiner Telepathie einen hochrangigen Menschenkriegsherrn versklavt. Ich glaube, sein Name war Garabon oder Gilithos oder so. Für mich hören sich alle Menschennamen gleich an. Deserok hat das letzte Zentrum des Widerstands der Menschen übernommen, statt es auszuradieren. Sie haben in dieser Burg ihre eigene Streitmacht. Euer Bruder ist schlauer, als ich dachte. Seine Verteidigung ist beachtlich. Ja, und mit dieser kläglichen Truppe, die ihr da habt, wäre ein direkter Angriff auf diese Mauern Selbstmord. Ich habe nicht vor, diese Mauern anzugreifen. Dann sollten wir gehen, bevor er... Meine Banshees werden diese glücklosen Menschen übernehmen. Wir benutzen sie, um für uns das Tor zu öffnen. Euch ist klar, dass wir nur wenig Zeit haben, bis er herausfindet, was wir im Schilde führen. Natürlich. Wenn wir schnell genug zuschlagen, wird Deserok gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Zu den Waffen! Wem dient ihr, Mensch? Der dunklen Lady. Ihr Wort ist mir Befehl. Die Patrouille ist zurückgekehrt. Öffnet die Tore. Alle bereit machen. Es ist soweit. Jetzt, meine Krieger, schlagt zu. Der Zauber wurde aufgehoben. Ist der Albtraum endlich vorbei? Haltet ein, Menschen. Mit euch habe ich keinen Zwist. Was wollt ihr, Elfenhexe? Wir haben einen gemeinsamen Feind. Balnassar, der letzte Schreckenslord, beherrscht zurzeit die Hauptstadt eures Königreichs. Wenn ihr mir hilft, ihn zu töten, sorge ich dafür, dass ihr euer Land wiederbekommt. Warum sollten wir euch trauen? Ihr seid Teil der Geißel, die uns einst von dort vertrieben hat. Nicht mehr. Mich interessiert hierbei nur die Rache. Wohlan denn. Ich rufe den Rest meiner Truppen zusammen, dann treffen wir uns vor den Toren. Kommt schon. Ihr habt doch nicht wirklich vor, ihnen ihr Land wiederzugeben. Natürlich nicht. Die Menschen sind mir nur Mittel zum Zweck. Ihr hört euch mit jedem Tag, der vergeht, mehr wie eine von uns an, Lady. Vorsicht, Schreckenslord! Die Hauptstadt wird bestens verteidigt. Balnazar ist kein Narr, Milady. Diese Schlacht kann nur durch Zermürbung gewonnen werden. Was ist los, Dämon? Habt ihr Angst? Hütet eure Zunge, Menschenhund. Eure leere Großspurigkeit beeindruckt mich nicht. Gemach, meine Herren. Spart eure Wut für Balnassar. Garitos, ich führe meine Truppen zum Frontalangriff, derweil ihr die Stadt von hinten angreift. Ein kühner Plan, Milady.
Aber wenn wir unsere Hauptstadt zurückerhalten, folge ich jeder Strategie von euch. Gib den Befehl. Lasst den Angriff beginnen. Lord Garitos, unsere Späher haben die vermissten Zwerge gefunden. Sie scheinen sich in der Wildnis hier verirrt zu haben. Diese hirnlosen Zwerge machen fast mehr Ärger, als sie wert sind. Aber wir brauchen sie an der Front. Ich muss sie selbst dorthin führen. Es ist vorbei, Balnassar. Varimatras? Ja, Milady? Tötet ihn. Aber ich... Es ist verboten, dass ein Nasresim einen anderen tötet. Mein Überlaufen war eine Sache, aber das... Ich verlange einen letzten Beweis eurer Loyalität, Schreckenslaut. Tut es. Das wagt ihr nicht. So, eure Arbeit ist getan. Nun sollen diese elenden Tiere meine Stadt verlassen, bevor... Tötet auch ihn. Mit Vergnügen. Die Hauptstadt gehört uns, aber wir sind kein Teil der Geisel mehr. Von nun an soll man uns die Verlassenen nennen. Finden unseren eigenen Weg in dieser Welt, Schreckenslord, und töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Wir marschieren schon seit Stunden. Wir müssen schnelleren Schrittes gehen. Der Lichtkönig ist schutzlos ohne uns. Ich ließ viele meiner Krieger bei der Eiskrone, bevor ich mich auf die Suche nach euch machte, Todesritter. Sie werden die Stellung, solange sie können, halten. Sagt mir, wo sind all eure Leute? Sollten hier nicht Neruba sein? Untot oder wie auch immer? Das habe ich mich selbst schon gefragt. Etwas muss sie alle vertrieben haben. Wir haben's euch gezeigt, verfaulte Kadaver. Euch beobachten wir schon lange. Muradins Zwerge. Unmöglich. Bleibt denn gar niemand mehr tot? Wir ziehen durch dieses trostlose Land, seit ihr Muradin getötet habt und uns verfaulen ließt, Arthas. Unser Anführer Belgun brachte uns in die Ruinenstadt, damit wir überleben. Aber euch lassen wir keinesfalls herein. Wir haben keine Zeit für diese Spielchen. Saphiron! Angriff! Gut gemacht, mächtiger Saphiron. Ich wünschte, wir könnten euch mitnehmen. Doch die Tiefen der dunklen Erde sind kein Ort für euch. Die Zeit des Lichtkönigs wird knapp. Wir müssen uns beeilen. Zündete Ladungen. Sprengt die Brücke, bevor sie herüberkommen. Nein! Haltet sie auf, bevor sie... Das war für Muradin. Nun kommt keiner mehr rüber. Es gibt andere Wege durch das Labyrinth, Todesritter. Wir finden einen anderen Weg. Ich erinnere mich an euch, Prinz des Bösen. Ihr habt den armen Muradin getötet. Kommt endlich darüber hinweg. Ich lasse euch nicht durch diese Tür, Verräter. Die jüngsten Beben haben dunkle Wesen unter dem Eis geweckt. Uralte, grässliche Wesen. Wir haben geschworen, sie eingesperrt zu lassen, wo sie sind. Wir gehen das Risiko ein, Zwerg. So oder so. Wir gehen durch diese Tür. Der Gestank hier drin ist schrecklich. Hier stimmt etwas nicht. Wenn die Geschichte des Zwergs stimmt, kann alles Mögliche in der Dunkelheit auf uns warten. Die Treppe führt ins Zentrum des alten Neruba-Reiches. Wir müssen vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Ihr zuerst. Wir sind im alten Königreich angelangt. Seid wachsam, Todesritter. Was immer die Zwerge aufgeschreckt hat, lauert noch da unten. Das kann nicht sein. Ein Vergessener. Wehrt euch, Todesritter.
kämpft, wie ihr noch nie gekämpft habt. Wir können sie nicht alle überwinden. Rasch, Todesritter, die Treppe hinauf. Beeilt euch! Uns läuft die Zeit davon, Anubarak. Wie weit ist es zum Ausgang? Nicht weit. Wir sind im oberen Königreich angelangt. Der Ausgang sollte uns zum Fuß des Gletschers selbst führen. Aber wir müssen noch mit verborgenen Fallen und Gruben rechnen. In Deckung! Arthas! Der gesamte Durchgang ist eingestürzt. Wir haben keine Zeit, uns durchzugraben. Ich muss rasch handeln und selbst einen Weg hinausfinden. Hoffentlich haben Anubarak und die anderen überlebt. Anubarak, ihr habt es geschafft! Nun wird mir klar, warum der Lichtkönig euch zu seinem Champion erkoren hat, Todesritter. Wenige Männer hätten... Rasch jetzt! Durch diese Tür hindurch! Dahinter liegt der Ausgang zur Oberfläche. Es wird schön, die Sonne wiederzusehen. Vergesst nicht, Illidan und die wahre Schlacht warten in der Welt oben auf uns. Hoffentlich hat uns die Reise durch die dunkle Erde die bitter nötige Zeit verschafft. Wir haben es geschafft, Anubarak. Unsere Streitkräfte sind versammelt und warten. Seid gegrüßt, König Arthas. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Illidans Naga und Blutelfenheere haben Stellung am Fuß des Gletschers bezogen und... Arthas, mein Champion. Endlich seid ihr gekommen. Meister? Ein Riss durchzieht mein Gefängnis, den Frostthron, und meine Energie entschwindet durch ihn. Darum haben eure Kräfte nachgelassen. Aber wie? Die Runenklinge Frostmourne war einst ebenfalls in diesem Thron eingeschlossen. Ich schuf sie aus dem Eis, damit sie den Weg zu euch finde, um euch dann zu mir zu führen. So ist es geschehen. Wir sehen uns einer großen Gefahr gegenüber. Mein Schöpfer, der Dämonenlord Kil'jaeden, schickte seine Agenten her, um mich zu vernichten. Wenn sie den Frostthron vor euch erreichen, ist alles verloren. Die Geißel wird vergehen, nun aber schnell. Ich gebe euch alle Macht, die ich entbehren kann. Ich sah eine weitere Vision des Lichtkönigs. Er hat meine Kräfte wiederhergestellt. Nun weiß ich, was ich tun muss. Es wird Zeit, das Spiel zu beenden. Endgültig. Die Zeit läuft uns davon, Anubarak. Wir müssen vor Illidan in den Thronraum gelangen. Der Thronraum liegt in dem Eisgipfel in der Mitte des Tals. Man kann ihn nur öffnen, wenn man die vier verzauberten Obelisken aktiviert, die ihn umgeben. Illidans Streitmacht hat bei zweien davon bereits Schützengräben ausgehoben. Wir müssen sie zurücktreiben und die Obelisken selbst reaktivieren. Verzeiht, dass wir eure Meditation stören, Meister, aber unsere Truppen sind alle vor Ort. Sobald die Kammer offen ist, werden wir den Frostthron wie versprochen zerstören. Dann ist die Zeit endlich gekommen.
Nach dem heutigen Tag wird die Geißel ihr Ende finden. Könnt ihr mich da draußen hören, Arthas? Es ist das Ende. Illidan hat die Geißel lange genug verspottet. Es wird Zeit, dass wir ihn wieder Todesangst lehren. Wir haben es geschafft, Anubarak. Der Thronraum ist offen. Dies ist die Stunde der Geißel. Der Frostthron ist mein Dämon. Geht beiseite. Verlasst diese Welt und kommt niemals wieder. Falls doch, werde ich warten. Ich habe geschworen, ihn zu zerstören, Arthas. Und so muss es geschehen. Niemals! Viele Jahre wanderte ich allein, kleine Mischa. Doch zu Zeiten werde selbst ich dieser ewigen Einsamkeit überdrüssig. Ich habe die anderen Völker beobachtet. Ich habe ihre Zwiste, ihre Ruchlosigkeit gesehen. Ihre Kriege schaden dem Land nur und rotten alle wildlebenden Kreaturen aus. Nein, man kann ihnen nicht trauen. Nur Tieren ist Arglist fremd. Ein Kampf. Kommt, ihr Bastarde! Kostet den Stahl von Mogrins Axt! Bleibt standhaft, Fremdling! Ihr seid nicht allein! Verdammte Feiglinge! Euer Bauch wurde aufgeschlitzt. Ich vermag eure Schmerzen kaum zu lindern. Ich weiß. Dies wäre ein guter Tod. Hätte ich nicht versagt. Versagt? Ich sollte meinem Häuptling im Tiefland eine wichtige Botschaft überbringen. Aber jetzt... Ich habe versagt. Ich verlor meine Ehre. Ich überbringe eure Botschaft, alter Mann. Für die Ehre werde ich eure Mission erfüllen. Akamagosh, Krieger, danke. Reist in die Stadt Orgrimma. Sucht Kriegshäuptling Sral. Sagt ihm, mögen die Winde euch rasch zu euren Vorfahren tragen, Krieger. Wohlan, Mischa. Sieht so aus, als würden wir doch die Zivilisation sehen. Gehen wir. Eine Kriegerstadt. So etwas habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Bleib dicht bei mir, Mischa. Verstaut die Vorräte fest und sicher. Wenn die Messerwinde wieder wehen, reißen sie diese Dächer weg. Ja, Kriegshäuptling. Einen Moment, Kriegshäuptling. Ich komme, um eine Botschaft zu überbringen. Wie kommt ihr an diese Botschaft? Wo ist Mogrin? Er fiel in der Wildnis. Sein letzter Wunsch war, dass ihr diese Botschaft erhaltet. Wer seid ihr, Krieger? Ich bin Rexar, der letzte Sohn der Mognatal. Mognatal. Ich habe Geschichten über euer Volk gehört. In seinen Adern fließt Ork- und Ogerblut. Es ist mir eine Ehre. Dieses Königreich.
Durotar, wurde für alle unserer Art geschaffen, Rexar. Durotar ist eure Heimat genau wie die meine. Bleibt ein bisschen hier. Nehmt unsere Gastfreundschaft an. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Vielleicht war ich zu lange in der Wildnis. Euer Angebot ist zu gütig, Srall, doch ich muss meine eigene Last tragen. Zeigt mir nur, was zu tun ist, dann verdiene ich meinen Teil. Ich verstehe. Es ist anstrengend, eine Nation zu gründen. Viele hier könnten eure Hilfe gebrauchen. Redet einfach mit ihnen. Sie werden euch den Weg schon weisen. Dies ist Rokan vom Darkspear-Stamm. Er ist einer meiner besten Späher. Hey Mann, was läuft denn so? Ihr seid ein Mokhnatal. Ich bin Drektar. Vor vielen Jahren kämpfte ich in Draenor an der Seite eurer Vorfahren. Nun denn, wenn ihr helfen wollt, habe ich eine einfache Aufgabe für euch. Ich habe einen speziellen Trank gebraut, der euren Kriegern im Kampf helfen wird. Mir fehlt allerdings eine wichtige Zutat. Ich brauche Schimmerkraut. Aber dieses seltene Gewächs findet man nur im Tal Donnergrat. Normalerweise würde ich selbst nach den Kräutern suchen. Aber die Donnerechsen, die dem Tal seinen Namen gaben, sind in letzter Zeit ziemlich feindselig. Wenn ihr mir 6 Büschel bringen könntet, würde ich euch fürstlich belohnen. Seid gegrüßt, Krieger. Ich bin Nazgrel, Captain der Leibwache des Kriegshäuptlings. Wir haben Probleme mit einheimischen Kreaturen, die unsere Grenzen angreifen. Vielleicht könnt ihr helfen. Die Harpien der nördlichen Vorgebirge plündern seit Wochen unsere Nachschubkarawanen. Wenn ihr deren Nest finden und ihren Beutezügen ein Ende machen könnt, sollt ihr eine Belohnung erhalten. Ah, ein Neuling, hä? Ich bin Gerslow, der Chefingenieur hier. Doch genug von mir. Wir haben Arbeit für uns, Kumpel. Wisst ihr, meine Jungs und ich haben Tunnel unter der Stadt gegraben, um nach unterirdischen Brunnen zu suchen. Leider haben wir dabei eine Koboldhöhle angebohrt. Und jetzt wuselt dieser Rattenbrut Kantipa Kantapa durch unsere Tunnel. Ihr müsst euch meinen Jungs anschließen und diese Kobolde in ihr Loch zurücktreiben. Also, sucht einfach den Tunneleingang vor der Stadt. Meine Jungs sagen euch dann, was Sache ist. Boah, seid ihr aber groß! Gerslow sagte, er würde einen Muskelprotz schicken. Habt ihr Goblins denn einen Plan? Natürlich! Wenn ihr uns nah genug zu den Stützbalken des Tunnels bringt, sprengen wir sie in die Luft! Dann sollte diesen Ratten die Decke auf den Kopf fallen und unser Problem elegant lösen. Ah, Sromka, Rexar. Die anderen sagten mir, dass ihr eine große Hilfe wart. Ich danke euch für alles, was ihr für uns getan habt. Sromka, Rexar. Ich habe mit Srall über die Menschen gesprochen, die unser Land heimsuchen. Ich für meinen Teil traue ihnen nicht. Ich möchte, dass ihr euch bei unserem vorgeschobenen Wachposten meldet und meinen Offizier Gartok trefft. Ich muss wissen, ob sie verdächtige Aktivitäten an der Grenze bemerkt haben. Sromka, Krieger. Wir haben keine Spuren menschlicher Aktivitäten gefunden, aber die hiesigen Stacheleber werden dreister. Ein Spähposten in der Nähe hilft uns, potenzielle Gefahren zu erkennen. Vielleicht solltet ihr euch dort umsehen. Doch seid vorsichtig! Stacheleber bevölkern das gesamte Gebiet. Gol'kosh! Gäbe es doch nur einen Weg, sie herauszutreiben, dann könnten wir der Bedrohung ein für alle Mal ein Ende bereiten. Jetzt kann ich das Teleskop aktivieren und das Umland beobachten. Verdammt, sieht nach dem Anfang einer Invasion aus. Es sind so viele, dass ich unmöglich allein damit fertig werden kann. Seid ihr sicher, was ihr gesehen habt, Rexar? Ich kann nicht glauben, dass Jaina Truppen so dicht an unsere Grenze schicken würde. Das sieht gar nicht gut aus. Packt hin oder her. Ich lasse nicht zu, dass die Sicherheit unserer Nation gefährdet wird. Ich habe von den Schiffen der Menschen gehört, Kriegshäuptling. Wie lauten eure Befehle? Ich möchte, dass ihr beide zum Wachposten zurückkehrt und die Menschen im Auge behaltet. Die Situation darf keinesfalls außer Kontrolle geraten. Und wenn sie feindselig sind, Kriegshäuptling? Mir wäre es lieber, die Menschen blieben unverletzt. Doch sollten sie in irgendeiner Weise feindselig reagieren, habt ihr meine Erlaubnis, sie auszuschalten. Nein, wir kommen zu spät. Das Lager wurde bereits zerstört. Überall finden sich Spuren von Menschen. Sie führen zur Küste zurück. Das wird dieses Menschenpack teuer bezahlen. Blut um Blut, Leben um Leben. Loktar, Ogar.
Dieses Anker-Emblem auf ihren Schilden, habt ihr das schon einmal gesehen? Orks! Wir wurden verfolgt! Zu den Waffen, Männer! Zu den Waffen! Kommt her, Menschenpack! Lernt den Zorn der Horde kennen! Ihr habt getan, was ihr konntet, meine Krieger. Vor allem habt ihr Durotars Sicherheit gewährleistet. Und dieses Ankersiegel, das ihr beschreibt, kommt mir seltsam bekannt vor. Ich komme nur nicht darauf. Entschuldigung, Boss. Aber wenn die Menschen von mir kommen, könnte mein Stamm auf den Echo-Inseln echt auch in Gefahr sein. Seid unbesorgt, Rokan. Ihr habt mein Wort, dass eurem Volk nichts geschehen wird. Ich habe einen dringlichen Auftrag für euch, Rexar. Diese Menschenflotte stellt eine schwere Bedrohung für die Trolle auf den Echo-Inseln dar. Ihr müsst mit einem Zeppelin zu den Inseln reisen und die Trolle warnen. Wenn ihr könnt, dann bringt sie dazu, sich uns auf dem Festland anzuschließen. Man kann nie wissen, welche Gefahren auf diesen Inseln lauern. Ich muss rasch handeln und das Dorf der Trolle finden. Ich bin Vol'jin, Vol der Anführer des Darkspear-Stammes. Ist echt gut, dass der Kriegshäuptling euch hergeschickt hat, Mann. Unsere Dörfer werden schon von der Flotte der Menschen angegriffen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. In diesem Augenblick nehmen die Kriegsschiffe der Menschen unsere Küstendörfer unter Beschuss. Ihr habt kaum eine Chance, so eine Streitmacht allein zu besiegen, Vol'jin. Ihr solltet euren Stamm auf das Festland evakuieren und euch den Truppen des Kriegshäuptlings anschließen. Ich verlasse unsere Heimat echt ungern, aber euer Plan ist weise. Allerdings müssen wir die Schlachtschiffe zerstören, bevor die Evakuierung beginnen kann. Diese Listenreichen werden euch gute Dienste leisten, Mann. Ihr Talent für Zerstörung ist echt enorm. Wir haben keine fliegenden Reittiere, Vol'jin. An Land sind wir nutzlos. Aber gar kein Problem, Mann. Wird sich ein bisschen komisch anfühlen. Wenn ihr eure Beine wiederhaben wollt, müsst ihr einfach in dem Ritualkreis landen. Vergesst nicht, es müssen mindestens 5 Schiffe der Menschen kaputt sein, bevor wir mit der Evakuierung beginnen können. Ihr habt meine Stammesleute gerettet. Die äußeren Dörfer sind zur Evakuierung bereit. Sie warten nur auf den Startschuss. Um das Signal zur Evakuierung zu geben, müsst ihr die 5 Leuchtfeuer entfachen, die auf den Inseln verstreut sind. Wenn ihr fertig seid, wird der Rest meines Stammes Segel zum Festland setzen. Aber Vorsicht, Mann! Im Dschungel lauern gefährlichere Gegner als Menschen. Schön, dass ihr wohlbehalten zurückgekommen seid, Rexar. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Meine Späher ließen mich wissen, dass die Darkspear-Trolle küstenabwärts gelandet sind. Unter dem Schutz der Horde werden sie sicherer sein. Die Situation mit den Menschen hat sich weiter verschärft. Man informierte mich, dass sie einen Botschafter zu Verhandlungen herschicken. Wir treffen uns gegen Mitternacht auf dem Klingenberg. Ich weiß nichts, Schrall. Ich finde, das hört sich nach einer Falle an. Lasst mich an eurer Stadt gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir Jaina Proudmoore eine Falle stellen würde, Rexar. Und selbst wenn, gehe ich keinem Kampf aus dem Weg. Vertraut mir einfach. Wenn ihr recht habt, haben wir nichts verloren. Das ist es. Gleich dahinter liegt der Treffpunkt. Seid gegrüßt, Menschen. Wurde auch Zeit, dass ihr erscheint. Was soll das alles bedeuten? Dieser Oger kann nicht der Kriegshäuptling der Orks sein. Und ihr seid nicht Jaina Proudmoore. Jaina? Wie kommt ihr darauf, dass sie... genug dieses Geschwätzes. Wir hatten gehofft, wir könnten euren elenden Kriegshäuptling in die Finger bekommen. Aber ihr müsst eben genügen. Schlagt zu! Mörder! Ich wusste, dass es eine Falle ist. Sagt mir, wer euch geschickt hat, Mensch. War es Jaina? Törichtes Tier! Ihr habt ja keine Ahnung, was auf euch zukommt. Das ist erst der Anfang.
Ihr hattet recht, Rexa. Ich hätte euren Instinkten trauen sollen. Dennoch kann ich nicht glauben, dass Jaina so etwas versuchen würde. Vielleicht sollten wir es mit der direkteren Methode versuchen. Rexa, ich habe Jaina Proudmoore einen Brief geschrieben und um eine Erklärung für diesen Wahnsinn gebeten. Ich möchte, dass ihr euch in ihren Stützpunkt auf der Insel Terramor schleicht und ihr das Schreiben persönlich überbringt. Verlasst euch auf mich, Sral. Aber ich könnte Hilfe brauchen, um die Verteidigungsanlagen der Menschen zu umgehen. Ich habe diesen Zeppelin gechartert, auf dass er euch zum neuen Dorf des Darkspear-Stammes bringt, wenn ihr bereit seid. Wenn ihr dort seid, wird Vol'jin dafür sorgen, dass ihr jede erdenkliche Hilfe bekommt. Viel Glück, Rexa. Die Zukunft Durotars liegt in euren Händen. Grüße, Mann. Euer Besuch ehrt meinen Stamm voll sehr, auch wenn ich weiß, dass ihr dringendere Geschäfte habt. Ist nicht leicht, sich auf die Insel Terramor zu schleichen. Zum Glück kann euch einer helfen. Er wartet am Hafen auf euch. Folgt der Straße zur Stadt hinaus, um ihn zu finden. Wir haben Gerüchte gehört, dass die Flotte der Menschen im Kanal zwischen dem Festland und Terramor patrouilliert. Passt bloß auf, Mann. Sie könnten euch von der Zauberin fernhalten, die ihr sucht. Tromka, Bruder. Ich bin Samuro. Meine bescheidenen Fähigkeiten gehören euch. Vol'jin vertraute mir einen Satz Sprengladungen an, die mit einem instabilen Gebräu gefüllt sind. Wenn ich sie an wichtigen Gebäuden anbringen könnte, würde euch die Ablenkung genug Zeit verschaffen, mit diesem Boot den Kanal zu überqueren. Jaina Proudmoore, ich bin Rexar. Ich bringe eine Nachricht von Kriegshäuptling Sral, den ihr zu töten versucht habt. Er möchte wissen, weshalb eure Krieger in unser Land eindringen und uns mit Krieg drohen. Was redet ihr da? Ich trachte Sral nicht nach dem Leben, noch gedenke ich, den Pakt zu brechen, den wir geschlossen haben. Vielleicht. Doch die Tatsache bleibt, dass eure Schiffe und Krieger unsere Siedlungen auf dem Festland überfallen haben. Ich musste ein großes Lager umgehen, nur um zu euch zu gelangen. Ich versichere euch, ich habe keine Angriffe befohlen. Bringt mich zu diesen Truppen, Rexar. Ich möchte mich selbst überzeugen. Rexar, das scheinen mir keine Menschen zu sein. Diese Schlangenwesen, sie müssen das Lager zerstört und eure Brüder ermordet haben. Wir kommen zu spät. Die Schlangen haben schon alle getötet. Wartet! Der hier lebt noch! Herrin Jaina, wir haben euch gefunden. Endlich. Der Admiral wird überglücklich sein. Das ist doch nicht möglich. Wir müssen sofort zurück nach Terramor. Aber was? Vertraut mir einfach, Rexar. Ich erkläre alles, wenn wir dort sind. Wir haben es hoffentlich rechtzeitig geschafft. Ihr müsst zurück und Sral informieren. Das verstehe ich nicht. Was soll das alles? Diese Matrosen. Ich weiß, wer sie sind, Rexar. Es ist zu spät. Er ist hier. Jaina, gesegnet seien die Gestirne.
Endlich habe ich dich gefunden. Als ich hörte, dass Lordaeron gefallen war, verzweifelte ich. Aber ich wusste, du würdest entkommen können. Ich... Was ist das? Ein Oger? Vater, wartet! Vater? Die Horde ist nicht mehr unser Feind. Die Orks haben jetzt ein eigenes Königreich. Wir... Du bist stets naiv gewesen, meine Tochter. Du bist nicht alt genug, um dich zu erinnern, was diese Monster unserer Heimat angetan haben. Man kann den Orks und ihresgleichen nicht trauen. Man muss sie ausrotten wie Ungeziefer. Ich werde das nicht zulassen, Vater. Ihr versteht nicht. Ich verstehe mehr, als du ahnst, Liebes. Vielleicht wirst du es mit der Zeit auch. Ergreift sie alle! Das müsste passen. Nun bereiten mir nur noch die Hafentore Kopfzerbrechen. Proudmoors Matrosen haben die Hafentore geschlossen. Ich muss sie öffnen, bevor ich entkommen kann. Wenn ich es aufs offene Meer schaffe, sollte ich das Festland problemlos erreichen. Schön, dass ihr entkommen seid, Rexa. Und keine Sorge, wir informieren Thrall über die Flotte des Admirals. Wenn dieser Mensch vorhat, Durotar anzugreifen, wird er feststellen, dass die Krieger der Horde ihn erwarten. Der Kriegshäuptling wird einige Zeit brauchen, die Krieger der Horde zusammenzuziehen. Ihr müsst so viele Verbündete um euch scharen, wie ihr könnt, bevor der Admiral gegen Durotar vorgeht. Nehmt diesen Zeppelin und reist nach Malgor. Die mächtigen Tauren, die dort leben, werden ihre Hilfe nicht verweigern. Sucht ihren Häuptling Kerm Bloodhoof auf. Er wird seinen Schwur an den Kriegshäuptling ehren. Wer seid ihr, Reisender? Warum kommt ihr hierher? Ich komme im Namen von Thrall, Kriegshäuptling der Horde. Sein Land ist in Gefahr, daher ruft er seine alten Verbündeten zur Unterstützung. Ich suche einen, der sich Kern nennt. Kennt ihr ihn? Ich bin Kern, junger Freund. Aber ich kann niemandem helfen. Kehrt zu eurem Kriegshäuptling zurück und sagt ihm, dass ich tot bin. So wie mein Herz tot ist. Die barbarischen Zentauren haben jüngst unser Dorf angegriffen. Bane, der einzige Sohn unseres Häuptlings, wurde gefangen genommen. Die Zentauren sind Kannibalen und lassen Gefangene nicht lang am Leben. Wir haben überall nach Spuren gesucht, dass Bane noch lebt, konnten ihn aber nicht aufspüren. Der arme Kern ist schon seit langer Zeit lethargisch. Ich fürchte, ohne seine weise Führung werden die Zentauren unseren Stamm dezimieren. Wenn ihr einen Hinweis auf das Schicksal seines Sohnes finden könntet, würde das den Häuptling möglicherweise von seiner Seelenqual erlösen. Sucht Bovan Windtotem draußen auf den Ebenen. Er und seine Brüder werden eure Suche unterstützen. Seid gegrüßt, Bruder Windtotem. Man sagte mir, ihr könntet mir helfen, Häuptling Bloodhoofs Sohn zu finden. Es besteht noch eine Chance, dass der Junge lebt, aber wir müssen das Zentaurenlager so schnell wie möglich finden. Verstehe. Davon habe ich geträumt. Nagradabash. Das ist das Zentaurenlager. Sie könnten Bane in einem dieser Käfige gefangen halten, aber wir müssen uns den Weg dorthin freikämpfen. Seid unbesorgt, Bane. Wir bringen euch im Handumdrehen zu eurem Vater zurück. Bane, mein Sohn, ich wähnte dich für immer verloren. Ich war ein alter Narr, so zu verzweifeln. Rexa, als ihr mir meinen Sohn zurückgebracht habt, da habt ihr mir ein neues Leben geschenkt. Dafür werde ich euch immer dankbar sein. Nun denn, ihr habt gesagt, euer Kriegshäuptling habe Schwierigkeiten. Die Horde brauche wieder einmal die Tauren. Thrall hat seinerzeit viel für uns getan. Wir lassen ihn nicht im Stich. Meine Krieger treffen sich auf dem Schlachtfeld mit dem Kriegshäuptling. Aber ich werde mit euch zurückkehren. Ihr kommt gerade rechtzeitig, Rexa. Unsere Späher haben diesen verwundeten Oger nahe des Grenzlandes gefunden. Trotz seiner Wunden kam er bis hierher, um Hilfe zu suchen. Müsst helfen.
neuer Kriegsherr. Erobert Clan. Tötet viele Krieger. Führt Clan in Ruin. Brüder nicht überleben. Ich Hilfe suchen. Neuer Kriegsherr? Huh? Seid unbesorgt, Freund. Ich denke, wir können euch helfen. Eure Medizinmänner sollen seine Wunden versorgen, Vol'jin. Ich werde seinem Clan einen kurzen Besuch abstatten und mir diesen neuen Kriegsherrn persönlich ansehen. Das muss das Ogerdorf sein. Da werde ich bestimmt nicht auffallen. Ihr nicht willkommen, Halbblut. Ihr kein Stonemaul-Krieger. Hör zu, ich will keinen Ärger. Ich will nur mit eurem Kriegsherrn sprechen. Ihr wollt Korngal sprechen. Ihr müsst an uns vorbei. Ihr kämpft wacker, Halbblut. Ihr Mok'Natal habt dünnes Orkblut in Adern. Aber ihr stark. Warum kommt ihr her? Ich möchte mich eurem Clan anschließen. Ich möchte auch ein Stonemaul sein. Ihr habt etwas Ogerblut. Ihr habt recht, euch anzuschließen. Aber habt ihr auch Kraft? Wir werden sehen, Halbblut. Wir werden sehen. Also, ihr wollt euch Stonemaul-Clan anschließen. Zuerst, ihr müsst Prüfung von Kraft machen. Müsst den Handschuh finden. Unwirtliches Tal voll großer Gegner. Gegner töten, durchhalten. Das beweist uns Kraft. Geht jetzt, Halbblut. Wir sehen, ob ihr wiederkommt. Ihr habt also doch Kraft, Halbblut, ihr würdiger Stonemaul. Nun ihr drin. Was ihr wollt von Clan? Ich möchte, dass eure Krieger der Horde im Kampf gegen die Menschen helfen. Der Stonemaul-Clan wäre eine große Hilfe für den Kriegshäuptling der Orks. Dummes Halbblut. Wir Oger vor langer Zeit von Horde gelöst. Sie schwach, weich. Wir ihnen schulden nix. Solange ich herrsche, Stonemauls keinen Orks helfen. Dann habt ihr vielleicht lange genug geherrscht. Korgal, als Mitglied des Stonemaul-Clans fordere ich das Recht, mit euch um die Führerschaft zu kämpfen. Ich lange Zeit keine echte Herausforderung mehr haben, Halbblut. Großer Spaß, euch zu zerquetschen. Wir nehmen beide Prüfung von Blut. Ich und ihr. Keine Tricks, keine Magie, nur Muskeln und Geschick. Ihr denkt, ich dumm. Ihr denkt, ich langsam. Nun ihr seht, warum Korgal über Clan herrscht. Ich habe Korgals Fertigkeiten unterschätzt. Ich muss meine Bestien rufen, um ihn zu besiegen. Rexor! Ich habe Korgal im Zweikampf besiegt. Ich habe die Prüfung des Blutes bestanden. Ich herrsche nun über den Stonemaul-Clan und ich führe euch alle in den Krieg. Ihr Oger, bewaffnet euch und zieht zum Ork-Kriegshäuptling in die Ebenen. Blut und Ruhm für den Stonemaul-Clan. Rexor! Ihr seid zäher, als ich dachte, Rexor. Die Oger werden eine große Hilfe sein, wenn die Schlacht beginnt. Wir haben eben erfahren, dass der Kriegshäuptling und seine Streitmacht den Generalstab im zentralen Becken positioniert haben. Die Tauren und Oger, die ihr gesammelt habt, werden bald zu ihm stoßen. Meldet euch bei Sral in seinem Stützpunkt. Die Schlacht gegen Admiral Proudmoors Streitmacht könnte jeden Moment beginnen. Abermals habt ihr der Horde einen großen Dienst erwiesen, Rexar. Ich stehe in eurer Schuld. Ich bräuchte noch eines, ehe das Schicksal seinen Lauf nimmt, wenn ihr so gut wäret. Wir haben eine neue Standarte für Durotar anfertigen lassen. Ein mächtiges Banner mit dem Symbol der Horde. Ich möchte einen schamanischen Segen darüber sprechen, brauche aber noch einige Dinge, um den Zauber zu vollenden. Würdet ihr sie für mich holen? Gewiss, Sral. Es wäre mir eine Ehre. Dieses Dorf wurde zerstört. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Clan überlebt hat. Hey, hier ist alles voll mit Hufspuren. Das müssen die Zentauren gewesen sein.
Dank, Krieger. Nun, da mein Clan in Sicherheit ist, beginnen wir den Marsch nach Ogrima. Bestellt dem Häuptling, wir werden bald da sein. Das ist perfekt, Rexar. Lasst mich jetzt meinen Zauber vollenden. So, der Segen ist vollendet. Eines noch, Rexar. Ich möchte, dass ihr die Standarte in die Schlacht tragt. Hiermit ernenne ich euch zum Helden der Horde. Es ist mir eine Ehre, Kriegshäuptling. Ich werde die Standarte voller Stolz tragen. Loktar Ogar! Eure Anstrengungen könnten sich als unser aller Rettung erweisen, Rexar. Die Ogar- und Taurensoldaten, die ihr beigebracht habt, könnten das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Proudmoors Truppen haben eine Festung nördlich von unserer Position eingerichtet. Unsere Späher melden, dass er seine gesamte Streitmacht für einen Angriff auf Durotar mobilisiert hat. Kriegshäuptling, Admiral Proudmoors Streitmacht hat ihren Vormarsch begonnen. Sie werden jeden Moment hier sein. Lasst sie kommen. Sie werden die Macht der Horde zu spüren bekommen. Rexar, ihr habt euch die Ehre verdient, das erste Blut zu vergießen. Ich halte hier die Stellung. Ihr aber sollt den Angriff auf Proudmoors Stützpunkt anführen. Mit Vergnügen. Also dann, Krieger, die Stunde des Sieges ist da. Kommt, ihr Tauren, erhebt euch, ihr Oger. Heute seid ihr vereint mit der Horde. Loktar Ogar! Sromkar, Kriegshäuptling. Wir haben die Streitmacht der Menschen vom Festland vertrieben. Aber offenbar haben sich Admiral Proudmoor und seine Matrosen auf die Insel Terramor in Sicherheit gebracht. Ich wünschte, es wäre vorbei, Rexar. Aber solange Admiral Proudmoor lebt, wird er uns immer zu jagen. Wir müssen den Angriff fortsetzen und Terramor belagern. Ich bete nur, dass Jaina in Sicherheit ist. Sie hatte nichts mit dem finsteren Plan ihres Vaters zu tun. Doch leider haben wir keine andere Wahl, als ihre Zitadelle zu erobern. Kriegshäuptling, unsere Truppen sind bereit, aber der Admiral hat einen Blockadering von Kriegsschiffen um Terramor zusammengezogen. Ihrer Feuerkraft sind wir nicht gewachsen. Verdammt, ich hätte früher daran denken sollen. Wir müssen einen Weg finden, um... Thrall, Rexar, ich komme in Frieden. Ihr müsst mir glauben, ich hatte nichts mit meines Vaters Plänen zu tun. Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben gemeinsam auf vielen Schlachtfeldern Blut gelassen, Jaina. Als Verbündete trotzten wir unzähligen Gefahren. Aber euer Vater bedroht die Sicherheit unserer Nation und die Zukunft meines Volkes. Ihr wisst, dass dies ein Ende haben muss. Ich weiß, Ral. Tut, was ihr tun müsst. Auf einer Insel in der Nähe gibt es einen Hafen der Goblins, wo ihr Kriegsschiffe für euch finden könnt. Damit könntet ihr den Blockadering um Terramor aufbrechen. Doch verschont bitte meine Männer, wenn ihr könnt. Mein Vater wird versuchen, sie gegen euch zu benutzen. Aber wenn dies vorbei ist, werden sie meine einzigen Angehörigen sein. Bitte tut es. Für mich. Wir tun, was wir können, Jaina. Ihr habt mein Wort. Und nun zieht ihr euch besser zurück. Die Schlacht beginnt in Kürze. Unsere Streitkräfte sind bereit, Thrall. Jetzt oder nie. Erledigt ihr das, Rexar. Terramor ist unser Treffpunkt. Der Blockadering ist durchbrochen. Bemannt die Transporter, rasch. Wir müssen auf Terramor landen und die Verteidigungseinrichtungen des Admirals vernichten.
Ihr habt euch wacker geschlagen, Rexar. Ihr seid der geborene Anführer. In mancher Hinsicht erinnert ihr mich an Hellscream. Habt Dank, Kriegshäuptling. Nun bleibt nur noch eine Aufgabe. Wir müssen die Zitadelle stürmen und Admiral Proudmoore ein für alle Mal erledigen. Jetzt, Krieger, müssen wir die Zitadelle stürmen. Wir müssen Admiral Proudmoore finden und ihm ein Ende machen. Erst dann wird unsere Nation sicher sein. Wir folgen euch, Rexar. Geht voran. Loktar Ogar, für die Horde, für Durotar. Es ist vorbei. Haltet ein, Menschen. Vater, warum habt ihr nicht auf mich gehört? Mehr als alles andere, Jaina, war er ein stolzer Krieger. Behaltet ihn als solchen in Erinnerung. Durotar ist jetzt sicher. Wir haben keinen Zwist mehr mit diesen Menschen. Wir verlassen eure Insel in Frieden, Jaina. Ich bete, dass wir nie wieder hierher kommen müssen. Lebt wohl, Zauberin. Ihr habt unsere Nation gerettet, Rexar. Das kann ich euch niemals vergelten. Werdet ihr mit uns nach Durotar zurückkehren und euch dort eine neue Heimat aufbauen? Ich werde stets Teil der Horde sein. Und ich werde immer da sein, wenn ihr mich braucht. Lebt wohl.